Pause. Ich hoffe, ich genau, jetzt noch mehr Leute, um Schweizer, Schweizer sage, Übersetzung zu hören. Lasst aber zu, wir sehen es nicht von ich hier. Ich sehe immer noch niemanden. Mm. Hallo. Doch, da oben winkt jemand, dort oben, ich sehe ihn. Ja. Yeah. Sind denn noch mehr? Ja, ja, da sind noch mehr, Ey, super! Winken nochmal, Hallo. Winken! Nicht Applaus, winken! Rechts vor euch! Ja, ja, das Ding ist auch noch jemand, glaube ich. Da oben. Oh, der klatscht auch noch sehr enthusiastisch. Ah, okay, schade. Seid ihr da? Also sind alle da, wird jetzt schon. Also wir sind da. Wir sind da, genau, ja. Wir können anfangen. Na gut. Ne? Läuft. Ja. Oh, mit nein. Das Zelt, no, 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 no. So. Fefe hat mich gezwungen. Der Fefe hat mich gezwungen. Na gut. Ich habe gerade so ein witziges Tool gefunden. Sorry. keine Ahnung, aber es hat so Puschel dran, ne? Ja. Keine Ahnung, man kann mit Wünschen abpuscheln. Ja. Frau Blau hat ein lustiges Tool gefunden und... Cooles Intro läuft. Ja, das normal. Intro muss aber nochmal sein, ja. Will, macht Spass. Das Intro muss jeder schnell zwar. Ui, sind alle weit... Das sind aber nicht alle, die jetzt zählen, sondern die bei den Schiessen. Mit LEDs drin. Können wir auch einen Ballon da aufhaben? Kann das irgendjemand organisieren, dass wir einen Ballon bekommen? Ja, wir wollen auch Ballon. Zwei, mindestens. Also zwei. Also, ich hätte gerne einen orangen. Einen roten und einen blauen, einen roten, bitte. Einen roten und einen grünen, bitte. Nein, kein grün, rot und blau. Ein blau? Siehst du einen blauen Ballon? Ja, ja, gibt's blaue Ballons? Aber, also eben, bring mal zwei Ballons da auf, bitte. Also eigentlich einen roten und einen weißen, aber weiß hat es ja nicht. Jetzt ist aber gut. Ist egal, wir haben einfach zwei Ballonen. Wir vorne auf der Bühne habt. So, laut genau, genug. Ja. Jetzt ist Schluss. Genau. Okay, jetzt wird's ernst. Ja, das Jahr 2016. Gut, hören wir mal an mit dem Jahr 2016. Also das Jahr 2016 ist halt mittelgeil gewesen, wir haben es auch mitbekommen. Ja, es war nicht ganz einfach, Folien zu machen. Es ist nicht ganz einfach, Folien zu machen. Das genau. Ja. Das ist so viel schon mal ja gesagt. Nicht in den Selbstmord treiben oder und in die wer, ja, wer will auch hier nicht gerade in die Depression treiben? Für euch die Depression? Depressionen sind denn für euch? Wir fangen mal an. Ja. Wir fangen mal an. Ne? Also wir haben so ein bisschen nach Bildern gesucht, die wir so das ein bisschen Bilder gesucht, wo das Jahr 2016 ein bisschen so richtig naja, verkörpern, so verkörpern darstellen. Und eins hier, ist das da. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das kennt ihr bestimmt. Wir sehen hier auf dem Bild ein Shigi. Mit sehr viel Laserpointer ja im Kopf. Also das mit dem Laserpointer kommt mir noch nicht bekannt vor, aber den Rest haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Ja. Unsere amerikanischen Kolleginnen und Kollegen haben das geschickt. Ja, mach's doch endlich fertig, lieber gigantischer Meteor. Ansonsten können wir sagen, die Apokalypse ist endlich da. Die Apokalypse ist endlich da. Wir warten seit Jahren. Ne? Und das kann man gleich an mehreren Sachen und das kann man auch gleich an mehreren Sachen sehen, aber vorab, eine Ausrede, schon mal eine Ausrede zählt einfach nicht, weil wir sind vorbereitet gewesen. Die Amazon Terms of Service die wurden geupdatet. Nutzungsbedingungen von Amazon sind aktualisiert worden über die Zombie-Apokalypse. Aha. Also quasi der jüngste Tag. Die habe ich gut versteckt, aber tatsächlich sind diese Terms of Service nicht mehr ja, möglich, wenn die Zombie-Apokalypse eigentlich sehr ganz präzise beschrieben haben. Ja, ganz gut beschrieben, dass Amazon das nicht mehr gültig ist. Die Einzige, die das Problem gesehen. Auch das Pentagon. Zum Beispiel das Pentagon hat das auch festgestellt. Die haben einen Plan, die sind vorbereitet. Die haben effektiv ein Trainingsszenario vorbereitet für das. Aber wir wissen natürlich, die Schweiz hat die beste Armee der Welt. Das heisst, die Schweizer Armee ist natürlich bestens vorbereitet auf jegliche Zombie-Apokalypse. Wir haben das hier mal dargestellt. Genau, die Schweizer Armee hat natürlich immer Schocke dabei. Kategorisierung ist auch sehr nett, das ist schon der Untote, wenn ich das also richtig lese. So also wenn wir so eine Zeitung in so einer Kategorie haben, Untote, dann ist irgendetwas ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben festgestellt, die Kategorie ist sehr, sehr wichtig, weil es hat auch diese Meldung hier gegeben. In Primasense ist ein Betrunkener umgerannt und hat gesagt, oh, Zombie-Apokalypse.
lohnt sich zu lesen. Zuerst hat es einen Notruf von einer Frau, dass ein Mann mit einer Pistole umgerannt ist und gesagt hat, es passiert gerade etwas. Und dann ist er in ein Kaffee und hat gesagt, Zombie-Apokalypse, müsst ihr auch retten. Und dann ist der Typ halt irgendwo gesammelt und gefesselt und so. Und der hat gesagt, okay, Zombie-Challenge und so, wo man halt so muss man halt so Zombie-Sachen machen. Und die Polizei hat gesagt, die betroffenen Leute haben aber nur mit sehr, sehr viel Mühe hat können beruhigt werden. Also es ist etwas da im kollektiven Unterbewusstsein. Über die Zombie-Apokalypse. Ja, das war ein ziemlich weltweites Phänomen. Das ist weltweites Phänomen mit der Zombie-Apokalypse. Hier haben wir auch Apokalypse in Japan. Wenn die Schule macht, haben wir ein großes Problem. Hat sich ein Rentner in die Luft gesprengt? Das hat sich ein Rentner in die Luft gesprengt. Wenn man versucht, im Park und in China auf einem Hocker. Hat man also eine Prüfung geschrieben in einem Stadion aus einem Höckerli, weil die Schulen sind geschlossen worden wegen einem Smog und der Direktor gefragt so, YOLO, Prüfung machen wir jetzt einfach draussen, läuft. Also das sieht also uns mehr wie nach einem Match beim FC Sitten, da ist es jetzt Stadion nicht voller euch. Draußen sah es so aus. Das ist die Aussicht? Ja. Läuft. Das so nicht gerade, nein. Nun ja. Auch in Europa ist die Apokalypse näher gekommen. Auch in Europa ist die Apokalypse näher gekommen. Das stimmt, in der Schweiz ist ganz winter. Also. Sie noch an, ne? In Deutschland also, kommt sie noch. Neuen Bundespräsidenten. Wir sollten also nicht vergessen, dass der Deutschland-Experte ist hier. Ja. Neuer Bundespräsident, das wird vielleicht der Steinmeier auf der rechten Seite. Das ist alles, was ich sagen will. Ja, das ist übrigens ist ein Deutsch-Experte, der da zwischendurch mal drin schnurrt, für die, die er später zurückgeschaltet zum Stream. Er erklärt, die ist Schweizer. Alles Mögliche über deutsche Politikerinnen und Politiker, wo wir halt einfach keine Ahnung haben davon. Über Trump ist er aber nicht mehr als wir, aber das ist ja gleich. Also, der mal weiter übersetzen. Der Trump hat was genutzt? Keine Ahnung, ist schlicht. Aha, am Black Friday hat es natürlich da auch wieder bis billiger gegeben. Was ist an die Szene von vorher erinnert aus dem Parlament? Black Friday. Jo. Eigentlich egal, wonach man sucht, es gab irgendeine Meldung. Also egal, nach was man gesucht hat, man hat immer irgendwie eine Meldung gefunden, so Ausnahmejahr. Wir haben ein paar rausgesucht, die uns ganz besonders speziell gefunden haben. Und ganz vorne auf meiner Liste ist heute Frankreich. Ausnahmezustand. Frankreich hat Ausnahmezustand seit 2015. 2016 und 2016 im Januar heißen also verlängert, bis ISIS komplett besiegt werden kann. Bis ISIS komplett kann besiegt werden. Es kann sich ein bisschen ziehen, aber ey, wir sind uns sicher, das wird notfalls einfach Katzenbüdli. Und so ein Notstand ist nicht nur. Und dort, wo Notstand ist, ist die Politik ist nicht nur dort hilfreich, sondern auch bei internationalen Sachen, wie zum Beispiel der WHO, da gibt es auch mal einen Notstand. Der ist als Funding gesichert, das ist wichtig. Ne? Das ist ein Zika-Notstand in diesem Beispiel. Im Februar, völlig überraschend. Frankreich hat mal wieder einen Ausnahmezustand verlängert. Aber nur bis Ende Mai. Aber nur bis Ende Mai. Ich meine, hey, kann man nicht ewig machen. Auch wenn man von Amnesty kritisiert wird. Genau. Frankreich hat den Ausnahmezustand. Und im Mai haben sie, Überraschung, Überraschung, weiter verwechselt. Im Juli auch. Oh, dafür hat er den Ausnahmezustand verlängert. Nein, der Erdogan macht auch mit. Exportschlager nennt man das. Ich meine, genau. Oh ja, Exportschlager. Das wissen ja die Deutschen gut. Ja, der Laserpoint ist unterhaltsam. Der Laserpoint ist super. Also, das ist das Schönste auf dem Bild eigentlich. So. Ja. Auch die Amerikaner haben den Ausnahmezustand verlängert. Die Amerikaner haben das auch verlängert, übrigens genannt nach dem 9-11. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, glaube ich. Auch nicht länger, der musste auch nochmal verlängern, den Ausnahmezustand. Also Türkei hat es auch nochmal verlängert. Einfach so. Hat die WHO nämlich den Notstand für beendet erklärt. Im November ist die Ausnahme von der Ausnahme passiert und die WHO hat den Notstand beendet. Moment. Nicht so schnell, nicht so schnell. So ein Ausnahmezustand erleichtert das Leben. So ein Notzustand kann durchs Leben erweichen. Und ein bisschen Panik ist immer gut, ne? Ja, also zum mal wegen Vogelgrippe. Vogelgrippe. Frankreich hat wieder den Ausnahmezustand verlängert. Also das ist jetzt der normale Zustand zu Frankreich, ist die Idee, für die, die es nicht so mitkriegen, so Berner. Ja, also eben für die, die ein länger haben, um es merken, der Ausnahmezustand wird zum Normalzustand, liebe Berner, also in Brasilien sieht das nicht ungefähr so aus. Ehrlich gesagt, in der Schweiz sieht es eigentlich nicht viel anders aus. Ja, aber ich glaube, unsere Stinger-Soldaten lassen wir trotzdem in der Öffentlichkeit einfach rumlaufen. So aus.
Jetzt habe ich es nicht mitbekommen. Was ist das? Und am schönsten finde ich dieses Jahr eigentlich so die Medienberichterstattung. People, können wir auch ein Getränk hier oben? Also wir... Okay. Das sieht vor allem dampfend aus. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob man das hier innen will. Wir warten übrigens nach wie vor auf unsere Ballons. Wir sollten vielleicht den Rauchwarnung, den Rauchausnahmezustand hier ausrufen. Jedenfalls die Medien dieses Jahr... Aber für so ein Bild gesucht, was so die Medien in diesem Jahr. Wir haben ein Bild gesucht, das das richtig repräsentiert. Und dann haben wir das Bild gesehen. Und ich meine, das sagt ja jetzt wirklich alles. Fuck, okay, das ist schon recht jetzt speziell, oder? Ja, würde auch meinen. Ich meine, leg mal am Jöppli, dann liegst du dort und bist am Chillen, hast gerade deine Windschutzscheibe richtig eingerichtet und dann kommt einer und stellt dir dumme Fragen. Ja, ich meine, das ist natürlich ordentlich dokumentiert. Also Bilder haben eine Macht, ne? Also wenn man zum Beispiel so dieses Bild hier sieht, so denkt man sich so... Ah, ja, und dann siehst du so das Bild und denkst so... Also eigentlich kenne ich das von der anderen Seite. Macht, ne? Oh, der arme Löwe. Dann, The Mighty Internet findet dann raus, der und Löwe lag eigentlich nur im Tomograf. Internet findet er nie, ich meine, da haben wir eigentlich in den Tomograf gesteckt und dann ein bisschen Photoshop drauf angewendet. Ja, aber ich meine, das ist ja relativ offensichtlich gesehen, weil der Löwe bewegt sich nicht so im Video, aber hey. Alles in allem sahen die Zukunftsaussichten für 2016 ungefähr eher so aus. Aber die Zukunftsprognose für 2016 hat eher so aussehen wie das Bild und ja, also so ein Scheissi rutschen. Trifft. Und dann haben wir uns gefragt, warum eigentlich? Ne? Also was ist eigentlich das ist der Grund dafür, warum eigentlich? Alles ein bisschen komisch ist. Und dann haben wir ein bisschen gesucht. Wir haben uns gesagt, es alles ein bisschen seltsam, wir haben gesucht und wir haben ein bisschen dieser Herr, der ist, einen gefunden. Und der heißt Wladislav Surkov und der ist in der wenigstens zwei. Und der ist in Russland zuständig für das Aufrechterhalten von der Ordnung. Er hat so eine Jugendorganisation gegründet. In der deutschen Presse hieß sie immer Putin-Jugend. Und bei uns hat es immer Putin-Jugend geheißen. Also die unseren, die hatten dann hier solche schönen Festivitäten. Oder schöne Choreos gemacht. Ja, kann man sehen, wundervoll. Ja, schon. Also rot-weiß und das Kreuz. Sie müssen das noch ein bisschen anpassen. Es ist nicht ganz... Es ist nicht die korrekte Ausrichtung, oder? Ja, ja. 45 Grad. Weiter in die eine Richtung wäre optimal. Ja, knapp daneben, oder? Man kann es versuchen. Ja, würde ich sagen. Gibt Punkt. Und sein Modus operandi ist dann halt immer, dass er es hinterher durchsickern, dass er es getan hat. Und dass er dann immer im Nachhinein verlautbaren, dass er es gesehen hat. Nazi-Skinheads oder, die Gegenorganisation zu den Nazi-Skinheads. Oder auch irgendwie eine Menschenrechtsorganisation oder so. Und dann lässt er hinterher durchsickern. Alle Organisationen, Nazis, gegen Nazis, Menschenrechtsorganisationen. Und im Hintergrund kommt raus, dass er gesehen ist. Und der Witz daran ist, dass halt die Realität zerstört, oder? Du verlierst jegliche Orientierung. Wo man sich so festhalten kann, so Heldenorganisationen, Positionen und so. Alle Positionen, das wird alles vom Surkov gesteuert. Und dann Avantgarde-Theater kommt. Der Typ hat ursprünglich mal Avantgarde-Theater gemacht. Krass, das sehe ich. Er hat halt auch ein Buch geschrieben, auf Deutsch erschienen, nahe Null. Ein Buch geschrieben, fast Null. Dann auch immer bestritten, dass er es war. Und als das Buch dann zum Theaterstück gemacht wurde, ist er auch hingegangen und hat gesagt, zu dem Regisseur übrigens, wir müssten ja an dem Stück noch mal ein paar Sachen editieren, weil das stimmt so nicht. Also, das soll so ein bisschen heute so unser Maskottchen sein, weil ich das sorge für den Abschnitt über die Realität. Weil früher gab es so diesen... Da war die Welt noch einfach. Da früher ist einfach gelogen. Früher ist die Welt noch einfach gewesen. Da hat einfach seine eigene Realität geschaffen. Da sind die hat man sich einfach selber seine Realität zusammengeschustert. Dort sind Atomwaffen, wenn wir einmarschieren, wenn wir das alles erledigen. Dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke und dann macht einem die schönsten Geschichten mit Fakten kaputt. Kommt irgendeiner und macht einem Geschichten mit Fakten kaputt. Und ja, hups, keine Massenvernichtungswaffe. Scheiße. Und dann muss man halt zugeben, dass es ein bisschen gelogen worden ist. Ich meine, so geht das nicht. Da guckt er ganz böse. Oh ja, dann wirkt er ganz, ganz böse. Neu und hot ist aber... Aber was man jetzt macht, ist, man macht die Realität komplett kaputt. Und da hat er einen ganz... ganz guten Schüler gefunden, der Trump. Ja. Wir mussten nicht lange suchen.
Von dem haben wir nicht lange ein gutes Bild. Statements von Trump, so, ne? Er hat tolle gesagt, also Statements. Er kennt sich erstmal zum Konstruktivismus von Realität und sagt halt so, du bist, wer du denkst, dass du bist. So. Er ist ein Anhänger von Konstruktivismus. Du bist, wer du denkst, Deutsch, wer du bist. Du kannst Schwedisch sein, du kannst Deutsch sein, so kann Kampfhubschrauber. Ja. Liegt alles drin. Heutzutage. Wie man wird halt. Und sagt halt so, ich bin eigentlich nicht provokativ. Ich bin auch nicht provokativ und ich gebe mir auch Mühe, nicht provokativ zu sein. Und ihr, gleichzeitig sagt er aber auch, also ich liebe es, Leute zu provozieren. Und schon. Experten, wichtige Sachen, Experten so, ne? Sind wichtige Leute. Ne? Ja. Wo ist unser Experte? Experte, möchtest du etwas zu sagen? Aber auf die hören wir nicht. Von dem her, Experte, möchtest du etwas sagen? Sorry, doch, er hat doch eine Meinung. Experte ist fast ein beleidigendes Wort heutzutage. Genau. Ich habe leider nicht gehört, was der Experte gesagt hat, aber das ist nicht wichtig. Es geht er ist für und gegen alles. Ja, also wir müssen, das müssen wir nicht Schritt für Schritt übersetzen. Das ist einfach alles, denkt euch selber. Egal, sind ihr Fan von etwas? Er ist dafür und dagegen. Ich möchte nicht Präsident werden. Das ist so ein bisschen wie Schrödingers Katz, ne? Ja. Darum ist er eigentlich der optimale Kandidat, oder? Ja, genau, genau. Ja, es ist funktioniert. Es ist egal, ja. Was du möchtest. Es und gleichzeitig kannst du denen, die dagegen sind, die dafür sind, etwas auswäschen. Es gibt noch eine andere Person mit roten Haaren. Du machst eigentlich allen recht. Ja. Schöne Musik. Pippi Langstrumpf. Ja. Weiter singen? Ich weiß nicht, wie sie mir gefällt. Oh. Ich mach mir die Welt wieder, wieder wie sie mir gefällt. Dann ist klar, dass es jetzt Live-Mitschnitt gibt, wie wir das singen. Ja, das ist. Okay, wenn du sagen, sorry fürs Kaputtmachen von Knetzerinigen. Naja. Oder Trommelfell. Der Herr ist auch sehr schön. Also, wir sehen auf dem Bild ein Schwein und ein behaartes Tier. Ja. Der Experte hat einen Witz. Nein, der Witz an dem Bild ist, Cameron hat einen Schwein gefickt. Ja, das hat der Experte noch dazu. Ah, mein, ich kann es nicht unbedingt sagen, aber dann kommt. Okay, es geht um Panama Papers. Kontinuitätssprünge. Genau, so ein paar Kontinuitätssprünge. Montag, ein Privatanliegen. Mittwoch, Donnerstag. Ja, ist nicht ganz kontinuierlich. So progressive Verschiebung von. Das ist so eine gewisse Verschiebung. So, also ich beachte, deswegen haben wir es extra drin gelassen. Es war die BBC, meine, die diese Zusammenstellung gemacht hat. BBC hat das gemacht. Staatsfernsehen. Also auch mal. Ja. Muss man dann also los. Also ja, das BBC ist nicht einfach nur das Sprachrohr vom Cameron, ganz offensichtlich. Und also der Surkopf findet das ja lustig, das aber das ist mal ein netter Versuch. Genau. Google hat sich daran schon gewöhnt. Google hat sich auch schon daran gewöhnt. A bad day for Europe, das setzt mit ein guter Tag für Europa. Das gefällt dem Surkopf, glaube ich, schon besser, aber wir sehen es nicht so wirklich, weil da uns dann die Wand in der Wand ist. Das ist ein dummer Vorhang. Ja, da gibt es doch ein literarisches Vorbild. Geht ja, da gibt es doch ein Vorbild. Ja? Erinnert sich noch jemand? Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Nichts ist wahr und alles ist erlaubt. Die unter euch, Assassine. Dum, dum, dum. Aber gönnt nicht im China schauen, es ist so schlecht. Von Nietzsche war, einer aus Also sprach Zarathustra. Oh. Ja gut, wenn man ein bisschen älter ist, könnte man ja wissen, dass es der Nietzsche ist, in Also sprach Zarathustra, aber ich meine, come on, wer liest so Zeug? Das ist riesenschunkel, das ist langweilig. Nichts ist wahr und alles ist erlaubt. Und was wir zu sehen ist, dass Rilke oder andere Sachen. Wir haben da jetzt sogar ein schönes, neues, aktuelles Wort für. Es gibt ein neues Wort dafür. Das heißt nämlich Postfaktisch. Yay. Da haben wir von unseren Freunden oder von SVP-Stil. Jungen Naiv-Ultras das war uns halt auch. Ein kleines Video zu bekommen. Ein Video? Das wird witzig. Am Ende 2002, 2003 haben sie den Irakkrieg unterstützt, der ISIS entstehen lassen hat. Ist das Ihr politisch größter Irrtum gewesen? Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt. Das Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg gegen den Terror. Wer führt den Krieg? Der Krieg wird geführt durch verschiedene Alliierte, die sich sozusagen in der Anti-ISIS-Koalition zusammengeführt haben. Und diesen Krieg unterstützt die Bundesregierung. Sie hat gesagt, sie unterstützt nie einen Krieg. Und dann ist das Zitat gekommen, dass das heißt, die Bundesregierung Krieg unterstützt. Und jetzt heißt es ja postfaktisch und ein lustiger Zusammenschnitt. Schaut es einfach selber. Das ist immer wieder ganz wichtig. Dafür gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel, wenn es was im arabischen Raum zu viel gibt, dann Waffen. Deswegen liefern wir auch keine mehr dahin. Es sei denn, wir liefern. Ja, der Gabriel, der Gabriel Sigmar. Nein, der Sigmar Gabriel. Können überhaupt die Beteiligung von Rammstein am
Und ein Herr Dr. Schäfer. Heißt er auch Gabriel? Oder Sigmar? Ein Käppli. Hey Walliser, ist Käppli ein Wort bei euch? Ja, sie heisst so. Dich, ja. Sie heisst Käppli. Ich kenne nur Krebeli. Haben wir einen Thurgau? Die hätten vielleicht noch so seltsame Wörter. Käppli. Ja, Knäbeli und Käppeli haben wir auch, aber das ist nicht ganz gleich. Ich habe Konsens gefunden, was so bedeutet. Also Knobli von jemandem mit einem Schrauchfehler. Vielleicht hätte man einen Roman fragen. Seht ihr Schäbli? Tönt wie Käse. Ja, es ist wenigstens so ein Geissenkäse. Ja. Schäbli. Ja, definitiv. Der Seibert hat ein bisschen viel Seife gehabt. Ist halt eingeseibert worden. Cyber-Cyber? Völlig normal, das gibt es in den meisten Ländern nicht. Postfaktisch. Faktisch. Verschwörungstheorien, Reichsbürger. Chemtrails. Postfaktisch. Faktisch. Das BSI empfiehlt, das können Sie nachlesen, bestimmte Produkte, die gerade Ihnen es ermöglicht, Ihre private Kommunikation mit Kryptologie zu schützen. Das will keiner ändern, da will auch keiner rangehen. Das ist ein Thema von Nerds für Nerds. Der Dr. Plate. Und, ein Streiter. Das braucht es im Parlament. Das haben wir vorher gesehen. Genau. Da muss man streiten und der Inhaber von allen Preisen in Deutschland. So. Man sollte ihn mal fragen über seine Papierwurftechnik. Das wäre eine wichtige Frage für die nächste Pressekonferenz. Also der Streiter hat für mich mehr nach jemandem ausgesehen, der ein Stuhlbein würde einsetzen als Papier. Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt. Er hat ein bisschen grob schlechtiger gewirkt. Wie wäre es mit so Akten? Weißt du, die grossen Aktenmappen? Ich glaube, das ist in Deutschland einfach allgemein verbreitet. Das steht dort nicht speziell raus. Ja, das stimmt. Ich meine, die Paragrafenreiter dort in Deutschland. Was meint unsere Experten dazu? Was meint die Experte dazu? Zu was? Zum Herrn Streiter. Was der Herr Streiter für eine Waffe benutzt? Büroklammern, was weiß ich. Büroklammern. Geheimtechnik. Autsch. Das ist sehr blutig, muss ich sagen. Ja, also. Da steht auch für dieses Video, sind glaube ich 23 Flaschen Clubmatic vernichtet worden. Ich kann es nicht ganz klar. Also, irgendwas mit Büsi, oder? Ja, keine Ahnung. Katzenmini, glaube ich. Aber nein, 23 Kisten. Illuminati. Jemand betritt die Bühne. Der Umgang mit so diesen und es gibt mega viel Licht. Der falsche. Schon wieder der mit dem TARDIS. Aber wir sehen das TARDIS nicht. Aber das ist der TARDIS-Typ. Ah, das ist der TARDIS-Typ. Er bringt zwei Packen. Er bringt einen Popcorn. Warum haben wir kein Popcorn? Es tut mir schrecklich leid. Ja. Ja, genau zur richtigen Zeit. Sorry, guys. Sorry. Genau zur richtigen Zeit. Aber er entschuldigt sich immer. Ja, das ist sehr nett für ihn. Aber er sollte uns lieber auch Popcorn bringen. Er scheint Kanadier zu sein. Ja, aber also der Sorry ist noch schon. Und wenn er den Schraubenzieher immer noch nicht hat, sind aurale. Okay, back to the topic. Was gibt es für Möglichkeiten? Was für Schritte kann man auch noch einleiten? Also, um diese ganze schwierige Realität so ein bisschen einfacher zu machen. Also die ganze schwierige Realität irgendwie verständlich zu machen. Was kann man da machen? Und das für das Volk ein bisschen verständlich machen. Das ist sowohl das Volk als auch das Volk. Kanada hat einen Premierminister, der... Den Premier. Ganz ein sexy Typ. Da kennt man. Und Justin Trudeau zeichnet sich primär dadurch aus, dass er sehr gut aussieht. Und auch mal er zeichnet sich daraus, dass er so gut aussieht, das kann ich umschreiben. Das habe ich. Ja, gerade vorher hat schon im Voraus gesagt, weil ich weiß, was die sagen werden. Ah, ja, natürlich, du bist vorbereitet. Wir sehen jetzt Glitzer, Bilder. Schöne Menschen auf Bildern. Wir sehen hier mit der Kate und ja, der William. Ja, gut, das aber der William sieht nicht ganz so gut aus. Das Glatzen ist einfach nicht so toll. Nicht ganz so schön, aber okay. Ich mag ihn eigentlich sehr. Aber alle Leute denken Queen gerne. Und die Chefin findet ihn eigentlich auch ganz nett. Und der gab nicht verschickt. Richtig nett findet ihn die Premierministerin von Bangladesch. Das ist Premier von Bangladesch. Die finden ihn auch ganz nett. Und schmusiger. Mutti findet ihn auch ganz nett. Ja, natürlich. Schau mal, wie sie am Schnacken sind. Oh, jetzt wird richtig Liebe. Angela und Justin sitzen in einem Baum. Ja, Kanada hat sich mittlerweile auch in einen veritablen Spitzelstaat. Aber auch Kanada spioniert und spioniert und spioniert und spioniert alle aus. Mit freidreienden Geheimdiensten. Aber hey! Oh, ein Panda! Ein Baby-Panda! Okay. Gute Ablenkung. Und dann gibt es halt auch andere, nicht so coole Sachen wie CETA. Ja. Lustige Handelskammer. Aber Achtung, Achtung, Achtung! Sogar das Thema Gabriel sieht neben dir gut aus. Herr Experte, wie schwer ist das? Nein. Gibt es eben
mehr, Gabriel, wirklich keine Kommentare mehr. Das zeigt, glaube ich, alles. Also das zeigt auch, wie wertvoll unsere Experten ist. Die Kommentare, die er uns immer bringt. Das ist, oh, zwei Babypandas. So, Kanada hat dann noch so diese Ölsandproblematik. Ich weiß nicht, ah ja, und dann hat er noch die Ölsandproblematik angesprochen, was ich auch ja, aber hey, Pandas, ja. Babypandas, oh. Wer interessiert sich für sind auch weiß und schwarz, wie das Öl. Das ist alles total unschön. Ist doch total schön, Babypandas. Ja, oh, cool. Oh, was gibt's hier noch von Pandas? Wenn jemand was tun würde, und es gab auch gewisse Hoffnungen, ja, die auf dem Trudeau lagen. Da gibt es ein paar Hoffnungen und es hat auch Protest gegen die alte Politik. Und, man hat gehofft, hey, mit einem jungen, schönen Typen wie Justin Trudeau, dann wäre es doch schön, wenn er das würde ablehnen. Aber nein, stattdessen zeigt er, dass es keine Schlägerei, da gibt es Sport im Parlament. Das finde ich gut. Ja, also ich meine, das ist schon fit. Der Typ hat Oberarm und Körperspannung. Und er schaut bei ihm noch unglaublich fotogene Kamera. Das muss man zuerst können. Das ist auch er. Das ist ein guter Politindikator. Der Adler ist besonders schön, ja, und wichtig. Die waren eigentlich nicht so ganz erfolgreich. Es hat uns einen Nachahmer gegeben, das auch probiert haben. Nicht so erfolgreich. Ja, ich finde es jetzt gar nicht mal so leid. Ich meine, das Tattoo ist ähnlich. Er hat sich Mühe gegeben, okay? Oh ja, es ist ja, die falsche Schulter. Ist uns Kreuz? Ist es was? Ja, also es geht dann, ich möchte nicht, ob das ein Adler ist. So nee, aber von weitem und so. Ich meine, du schaust dir da nicht so genau hin. Traditionelle Mode, Methoden sind so zu zuhören. Die sind immer so bedingt hilfreich. Da helfen auch nicht mehr Tools, Werkzeuge. Da gibt es verschiedene Ansätze. So zum Beispiel hat es so Wahrsager gegeben. Das ist so eine hat, Einheit, wo man offensichtlich einhocken kann und Drinks ausgibt. Das sieht aus wie ein Bar. Da gibt es auch Kreml-Astrologie. Ja. Und so hat man probiert, halt Politik vorherzusagen, oder? Und abzuschätzen, was passieren wird. Und ich glaube, heutzutage setzt man eher auf Oktopus oder Katzen. Ist, glaube ich, Plural. Also, wohin jetzt so die Reise beim Kreml? Okay. Sagst du aber, sorry. Octopoi. Octopoi ist, glaube ich, der Octopoi. Also, wir reden hier jetzt aber nicht griechisch. Wir sind jetzt vielleicht Heupoloi von der Gesellschaft, aber ja, genau. Octopoi sind jetzt gerade sekundär. Wir können eher über Octopoi reden. Octopus. Octopus. Ja, genau. Das fing erst als Witz an. Ja, der Name Greens, genau, und jetzt also das ist zuerst ein Witz gewesen, genau, also CNBC. Wirklich ein Witz auf BBC, CNBC, sorry, CNBC. Und dann, dummerweise haben das ein paar Leute ernst genommen. Es muss doch irgendwas Ähnliches geben, es ist alles noch ein bisschen unwissenschaftlich. Also kleine Kinder können wir echt nicht brauchen. Die Einzigen, die da kindisch sind, sind wir. Ja. Um halt in der Cloud, in der Wolke hat es eine Karte gehabt und jetzt haben wir den Fall verloren. Die haben etwas gefunden. Ah ja, genau. Sie haben ganz viele verschiedene Faktoren in die Wolke getan und dann geschaut, was dabei rauskommt. Und der beste Indikator ist der Regenschirm. Der Regenschirm ist wichtig bei Wolken. Da gibt es viele schöne Bilder, wie Mutti mit Leuten mit dem Regenschirm mal läuft. Am Anfang haben sie je einen Regenschirm und dann teilen sie es. Oh, das ist so herzig, oder? Gemeinsam ein romantischer Spaziergang. Schau mal das Bild an. Der Hollande und Mutti. Regenschirm, um jetzt zurückzukommen, ist auch eine gute Waffe. Ist aber auch wichtig für die Beurteilung von Politikern, richtig? Wie handwerklich begabt ist man? Der Obama, wie er da eine technisch anspruchsvolle Aufgabe löst und einen Regenschirm über ein Tor drüber lüpfen tut. Damit über einen Metalldetektor, damit er nicht auslöst. Ist die Ehe noch intakt, ne? Ah, man sieht, und funktioniert eh noch, man sieht Obama mit dem Einregenschirm und Clintons mit zwei Regenschirmen. Aber jetzt sehen wir hier ein Bild mit einem Regenschirm. Man darf nicht zu schnell aufgrund von so Zügen schauen, weil ich meine... Es geht natürlich um Manieren, ist er wohlerzogen? Ist er bereit, auch zurückzutreten für andere, die ihm wichtig sind, und wo ihm wichtig sind, genau, und dass die können davon profitieren. Man sieht hier, Obama läuft im Regen. Es sieht irgendwie aus wie ein Cover von einer coolen Platte. Und, dann und hier sehen wir ein Bild von Trump und seine Frau. Und ich meine, bei Obama siehst du, er lässt die Frau unter dem Schirm laufen und läuft selber einfach voll im Regen. Und ich weiß nicht, ob es nicht wirklich regnet, ehrlich gesagt, weil alle anderen auch keinen Schirm. Also, just saying. Aber der Trump hat den Schirm trotzdem so, dass nur er darunter steht. Ja, aber ich meine nur. Ich meine, es geht auch einfach ums Prinzip. Wir sehen hier beim Putin, der Schirm hat Angst vor dem Putin, probiert
zu flüchten. Und der, der drunter steht, fragt sich gerade, wird er jetzt befördert? Oder ins Gulag gesteckt? Wir wissen nicht, was im Schirm passiert ist. Der Regenschirm ist auch historisch ein guter Indikator. Wir sind hier auch das Bild, wie ein Regenschirm vor einem Busch probiert zu flüchten. Nebendran sieht man einen Pilot oder irgendetwas. Ja, dem ist der Regenschirm dabei, der hat keine Angst. Oh, der arme Busch ist schon ein sehr dankbares Motiv. So ein tolles Bild. Hier sehen wir noch einmal den Regenschirm, wie er flüchtet. Das ist kein Regenschirm, das ist ein Satellitenschüssel. Da hat er geheime Anweisungen von den Illuminati gekriegt. Ah, die Elbphilharmonie. Weil es schon ein Jahr von der Kunst war, das haben wir nicht vergessen. An der Elbphilharmonie versucht zu illustrieren. Und das ist gerade hier übrigens, das Hamburg. Ja, stimmt, genau. Die wir künstlerisch sehr wertvoll fanden. Also, ich habe gehört, das heisst, dass sie auch Elfi heisst. Die stellt sich auch noch an anderen Stellen. Ne? Und häufig wird darauf auch gewettet. Es gibt auch Wetten auf so Sachen. Da haben wir zum Beispiel den Herr hier. Was hat der Experte? Wer ist das? Weiß ich nicht. Aber ein politischer Kommentator. Okay, jetzt haben wir einen Experten, der alle Leute kennt, der nicht weiss, wer das ist. Mal den Schlips gewechselt. Und hat einfach bei einer Sendung sechsmal die Krawatte gewechselt, weil es kann. So, weil die Leute haben darauf gewettet, was er eine für würde anhaben. Und dann hat er alle sechs angezogen. Die man nicht erwarten würde. Wir sehen hier wieder den Herrn Cameron, wie er läuft zu einer Tür. Er läuft zu Downing Street. Er kann das sehr gut. Also ich bin beeindruckt, wie gut er das kann. Und der geht hin. Und dann Foto und an zu sich Türe singen. Und geht auf und er geht durch die Tür und er ist durch die Tür und die Tür geht zu. Er hat gerade seine Abdankung abgekommen. Zu sich aber das ist doch ein gesungen. Er hat zu sich gesungen dabei. Das ist auch... Der Jan Böhmann. Oh ja, Böhmann. Gutes Gedicht. Interessantes Gedicht vor allem. Auch künstlerisch wertvoll. Aber künstlerisch wertvoll. Hier gab es auch gleich bemerkenswerte Trittbrettfahrer. Und da haben sich also einige durchgesetzt. Der Chef des Axel Springer Verlags, der hat sich öffentlich zu Böhmermann bekannt und sich ausdrücklich in die juristischen Formen seiner Äußerungen und Schmerzungen zu eigen gemacht. Oder wenn ihr was wissen solltet, sagt den Handschuh hingeworfen. Und der ist gelandet, der Handschuh. Der Handschuh ist gelandet. Und der Erdogan hat die Fäden liebend gern aufgenommen. Das ist auch mal so ein kleiner Böhmermann oder so ein Matthias Döpfner verklagt. Da gibt es dann nämlich gleich. Ja, und ich meine, es macht ja Unterschied, ob man so einen Döpfner oder den Böhmermann verklagt. Manchmal ist ja bei Kunst im öffentlichen Raum nicht auf Anhieb klar, handelt es sich um Kunst. Und das ist eigentlich immer klar, ob es Kunst ist. Also ist es Kunst oder kann das weg? Ein schönes Beispiel. Ich habe ein schönes Beispiel, es geht um Bauarbeiter, die haben etwas gefunden. Das war ein zylinderförmiges Objekt mit einer Lunte dran. Und dann stellt sich heraus, dass das bestand aus Gießharz. Gießharz und... So, das ist jetzt nicht ein Bild von dem tatsächlichen Objekt. Also das ist nicht das Objekt, aber das ist ein Symbolbild, das sieht ähnlich aus. Wer weiß von euch, was das ist? Das schon gespoilert. Ah, es ist wieder gespoilert worden, okay. Es ist auch ein Orgonit, offensichtlich. Ah, das ist ein Bekämpfer von Chemtrails. Das sollte Energie aus der Umgebung absaugen. Ach, also ich meine, die Chemtrails. Ja, also ich meine, diese Dinger sind echt teuer. Ne? Die Dinger sind übel teuer. Also wenn man das irgendwo einfach oben schon muss, man mit rechnen, dass es wegkommt. Ich meine, da könntest du... Also ich meine, wenn du schon so ein Ding baust, dann Legende, würde es, machst du doch gefälligst einen USB-Stecker drin, damit du dein Handy gerade noch kannst aufladen kannst. Ja, inkompetente Sicher. Siehst du, das sind halt die Deutschen. Da haben nämlich Einbrecher hat sich mit Alufolie getarnt. Sie haben eine Bank ausrauben und man sieht, denkt, sie wenn sie sich ankleben mit Alufolie, dann sind sie nicht sichtbar auf den Kameras. Es wäre zum Beispiel auch ein schönes Motiv für eine Weihnachtskarte, weil es glitzert sehr schön. Ja, also ist eine interessante Idee jetzt. Der Gegenbeweis ist relativ eindeutig. Aber ja, man sieht. Hey, Kunst im öffentlichen Raum versuchen, Bonuspunkt für Kreativität, würde ich jetzt sagen. Würde ich dem zustimmen. Zu beeinflussen. Zum Beispiel mit diesem schönen Bild. Es gibt das schöne Bild. Freihandel ist Hoffnung. Da steht... Ist schon noch drauf. Initiative neue soziale Marktwirtschaft. Initiative neue Sozialmarktwirtschaft. Ich dachte, das ist etwas. Was? Es gibt dazu habe ich einen Kommentar. Das ist von der FDP. Das ist so von Lobbywatch beobachtet. Das ist so ganz neoliberale Scheiße. Sprich, das Ganze ist ernst gemeint. Der Fokus auf dem Wort
Reform kommt von denen, weil es so ein bisschen neutral klingt, weniger schlimm als Arbeitsplatzvernichtung. Also der Fokus auf dem Wort Reform kommt von denen, weil es tönt halt nicht ganz so arbeitsplatzvernichtend und überhaupt ein bisschen weniger gefährlich. Und also wir haben uns auch entschieden, ein paar Kunstwerke zu sehen. Und ich glaube, das ist der Norbert Hofer, der stark rechte österreichische Bundespräsidentskandidat. Gemäß Postillon ist von der Wiener Akademie für die Kunst ein Platz angeboten worden. Der ganze Artikel erwähnt nie einen gewissen anderen Student, Hitler, der sich dort angemeldet hat, aber einfach so, ja. Manchmal ist es, wir wollen dem auch eine Chance geben, der muss nicht in die Politik gehen. Wir haben aus unserer Vergangenheit gelernt und machen das jetzt besser heutzutage. Du sagst es. Wir haben als Beispiel dafür mal nach Schottland geguckt. Die haben genau, wo hat man das ganze Nazi-Gold her ohne Hitler? Ne? Versucht, einen Golfplatz zu bauen. Also ich hätte ihn noch. Einen, aber der benimmt sich muss ich jetzt so sagen? Haben, da bauen wir nochmal eine Windfarm dazwischen. Und dann hat Trump versucht, dagegen zu klagen und es sind wirklich allen Instanzen gescheitert. Ja, der Trump hat da gegen eine Windfarm in Schottland geklagt und ist komplett failed. Ja. Jetzt haben Mali gesagt, ja. Wie sie ihn begrüßen können. Ja, ich kann leider kein Schottisch angesagt, aber sie haben halt gesagt, Trump ist aus Schottland und Schotten sind halt allkreative Menschen. Und haben sich als Mexikaner verkleidet. Ja, wieso nicht? Mit einer Mariachi-Band begrüßt. Fahnen mitgebracht, eine Band. Ja, ist doch schön. Ich finde es kreativ. Ich meine, so richtig heimelig. Es hat noch einen Künstler gegeben, der die Gelegenheit auch genutzt hat, wo er noch etwas hat gemacht zum Beispiel. Er hat ein paar Golfbälle mitgebracht, also einige. Da muss man jetzt ein bisschen ranzoomen. Da muss man ein bisschen dranzoomen, dass man es merkt. Und zwar kennt man ein gewisses Symbol auf diesen Golfbällen. Sie sind rot und weiß, was finden wir ja schon mal gut, aber dann so schwarz noch Debris und das Kreuz ist einfach nicht so ganz richtig. Schotten sind Weltmeister im Beleidigen von Menschen. Ja, also. Das ist die Vorhut. Und das ist nur der Anfang. Twitter eignet sich ja da ganz hervorragend für. Twitter eignet sich da auch wahnsinnig und sie haben ein paar coole Tweets zusammengestellt. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen schneller durchgehen, weil sie so schwer sind. Ja, genau, sie zwitschern. Das Face finde ich auch relativ schön. Incompressible. Ich kann es nicht lesen, Chest Trumpet. Ja, eine unzusammendruckbare Jazz-Trompete, ein Kleinfinger, die. Cheeto-gesichtige Das ist ein Ferret. Wiesel tragende Schissi-Aff, ein Schwanzwombel, ein Ficktrompete, ein Numpty und ein verdruckte aprikosene Höllebestie. Kreativ. Es hat neben Beschimpfungen auch andere Sachen gegeben, zum Beispiel hat es Nachfolge im KGB. Es ist nicht nur ein Geheimdienst, sondern auch eine Polizeibehörde. Und dort haben die gefunden, so. Und ja, die Welt ist jetzt so schützenswert. Und die haben auch gefunden, ey, komm, wir machen ein cooles Video. Selfie-Video und haben sich in unauffälligsten Fahrzeug, ich meine, es merkt keine Autokorso quer durch die Stadt gemacht. Wer könnte das auch merken, ey? Ja, und das ist ja so weit weg, da sieht man ja nichts. Oh. Ja, und dann haben sie Fotos gemacht und noch ein bisschen. Ja, HD ist halt fies. Ja. Ich meine, hey, wir sind ja eigentlich relativ weit weg. Kann man nicht wissen. Für mich auch ein echtes Kurs. Aber der grösste Troll von diesem Jahr und auch das echte Highlight, das war ein Unbekannter in Amerika. Und dort hat es einen bewaffneten Konflikt in Oregon gegeben mit so ein paar Reichsbürger-Äquivalent in den USA, also ein paar Spinner, Farmer. Und zu Protokoll geben, dass sie Idioten sind. Die haben das Gefühl gehabt, die. Daraufhin müssen sich nicht die vor Gericht zu Protokoll gegeben. Die haben das Gefühl, dann hat jemand verklickert, dass wenn sie vor Gericht sagen, dass sie Idioten sind, dann kann man sie nicht gerichtlich verfolgen und entsprechend haben sie vor Gericht eidesstattlich erklärt, dass sie Idioten sind.
Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Und das es hilft ja natürlich, wenn man dann ein entsprechend dummer Grind dazu macht, oder? So. Das ganze besonders Anliegen, das wir eigentlich schon am Anfang vom Jahr hatten, aber wir das jetzt ein bisschen lassen, dass es euch lesen können, und zwar zweimal. Wir lassen jetzt ein bisschen Zeit. Ein Standard-Lesebrief. Impfungen sind doch nur ein Komplott von einer Pharmafirma. Yay! Pharmafirma, bin übrigens ich. Aber was es wirklich braucht, ist der gesunde Orgasmus. Das musst du fertig lesen. Ah ja. Ein gesunder Orgasmus ist sowieso ausreichend. Oder was auch immer, ja, ja. Genau, ein gesunder Orgasmus hilft doch für und gegen alles. Ja, genau, ja. Das ist, der ist immun gegen Krankheiten und das ist eigentlich noch besser als Arnika-Kräuter und Arnika-Schnaps und Schweizer Super-Video, das erklärt, auf Schweizerdeutsch synchronisierte Porno. Schweizkenner und Roy mögen sich erinnern. Oh. Ja, es geht da nur um die Büre, heisst, wird dann noch nachkorrigiert. Und dann haben wir gedacht, wir machen mal eine Serie draus aus dem Meme, und weil ich nicht weiß, ob ihr die also, ihr kennt ja sicher alle das Internet-Meme in Sowjet-Russia. Und wer das jetzt mal ein bisschen gemacht. Also, in Sowjet Russia. Und dann kommt etwas, und aber zwar zum Beispiel. Aber ja, wird das jetzt mal. Wer ist jetzt mal umgekehrt? Ganz einfach. Ja. Genau. In Sowjet Russia. Und dann. Das Meme funktioniert halt so, dass die Aktion umgekehrt ist, als es im Normalfall ist. So, was ist jetzt kann das sein? Okay, einen haben wir noch. Wer einer? In Sowjet Russia. Space Explore You. So. Und uns ist aufgefallen ja. Dieses Jahr, dass dieses Muster also vielleicht nicht perfekt ist. Ist uns aufgefallen, dass das Muster halt fast perfekt auf das tägliche Leben gehört, drauf passt. Zum Beispiel in Sowjet Russia im 2016. So kennt man das. Ja, wir haben also, so kann man das. Des Bundesamtes für Verfassungsschutz, und der hat die islamistische Szene infiltriert. Ja? Da ist jemand vom Verfassungsschutz, der die islamistische Szene hat infiltriert. Und in Sowjet Russia. So, Islamist infiltrate you. Aber Moment, macht euch keine Sorgen, denn die Einstellungspraxis wird überprüft. Aber das, ja, natürlich haben wir da sofort drauf reagiert und. Genau, ja, schau jetzt ein bisschen genauer, ja, wer das dargestellt wird. Was willst du machen mit dem Fachkräftemangel, oder? Also, musst du halt die nehmen, die du kriegen kannst. Informanten exponiert hat, ja. Wenn es welche sind. Ja, die können wir vielleicht eine Ausnahme machen. Dass der Informant die Polizei exponiert hat. Ja, das war noch ein Beispiel. Okay, das passt jetzt nicht 100%, aber das ja, das Beispiel passt jetzt zwar nicht so ganz, aber ja, dieses Jahr hat die Polizei Kinderpornoserver geschlossen. Dieses Jahr hat die Polizei Kinderpornoserver betrieben. Macht die Polizei selber Kinderpornoserver auf? Und zwar nicht nur eine oder zwei, sondern. So, den hier, die auch beobachtet haben, früher hatten wir noch Ads weggeblockt. Früher sind Ads weggeblockt worden. Und heutzutage dient die Werbung dich blockieren. Früher gab es noch Zinsen. Früher hat es noch Zinsen gegeben. Na ja, heute zahlst du Zinsen. Tja, so ein bisschen verwirrend. Es ist ja schon irgendwie alles ein bisschen komisch das Jahr, ja. Was meint ihr, ist ein Experte dazu? Er schüttelt nur den Kopf, ungläubig. Kinder alle, ne? Aber ja, einen schon. Ja, will etwas dazu stell sagen. Stell euch einfach vor, ihr wärt 2014 in Eis eingefroren worden und in 2016. Der ist schon wieder. Okay. Brexit ist passiert, Trump ist Präsident und Theresa May ist 2015 in der Regierung Apple in England. Mit Warnung. Wunderschöner guten Morgen. Vor unsicheren chinesischen Nachbauprodukten. Ja. Das ist normal.
Genau, Apple warnt vor den Nachbauprodukten, aber ja, von Apple-Produkten das Jahr warnt China vor Apple-Produkten. Ja, konkret geht es um iPhones, die abstellen. Ich noch aus der Richtung, weil ich einfach die Punchline kommt gleich. Diese Läden da unten rechts, das ist kein Photoshop, ja, die gibt es so wirklich. Auch aus der gleichen Fabrik. Was man vielleicht als Außenstehender genau, nicht unbedingt ja, sofort ahnt. Cupertino natürlich. Die sind alle fake. Also nicht eine von diesen Läden ist tatsächlich, der Apple Store ist nicht von Apple, der Samsung Store ist nicht von Samsung. Und hier gibt es eine Firma, die selbst jahrelang Apple-Produkte nachgebaut hat. Und dir ist dann aufgefallen, dass von ihr Läden gesichtet wurden. Und dann hat sich ja, der CEO dann haben wir wieder die Läden, wo gesehen, wo das sind teilen, die Fake-Läden für Samsung und Apple. Aber, ja. Das sind Fake-Ableitungen oder sowas. Ja, eine chinesische Firma, die halt jahrelang ja, selber Fakes hat gemacht, genau, ja, von denen sind jetzt Fake-Läden entdeckt nicht worden. Was gesehen hat, ist der Fake-Ricola-Laden, weil ich meine, es ist ja einfach nur eins Original, oder? Da weiss man halt, was man rüberkommt. Genau, oder der Fake-Migrobudget-Energy-Drink, wo, nein, warte, ist ja genau, das Fake-Rivella wird unterdessen nicht mehr hergestellt, aber das ist sogar auch original gewesen, auch das Fake-Rivella, ja. Das Mivella. Mhm. Wir fangen an mit den Hardware-Trends. Genau. Ihr kennt das ja, Hardware so war früher groß und schwer. Ja. Also, Hardware-Trends. Und genau. Wird jetzt immer leichter. Früher ist Hardware noch schwer gewesen, genau, jetzt sind wir leichter. Und es gibt noch Beispiele, die vielleicht weniger offensichtlich genau sind. Ja, und kleiner, schneller, leichter. Und an ein paar Beispiele illustrieren möchte. 2014 war das gut, noch so, dass mal wir Hardware ein paar Beispiele haben. Ja, im 2014. Ja. 2015. Das haben so wir gemerkt, ausgesehen. Die Hardware überwacht uns. Ja, 2015. Und 2016 überwacht. Haben wir gemerkt, die Hardware bringt uns um. Und 2016, so, ja. Und dieses Muster jetzt kann man an mehreren Beispielen nachvollziehen, die wir jetzt hier mal listen wollen. Also da früher haben waren wir mit Smartphones noch alles gut. Nicht Steve wahr? Jobs mit dem Smartphone war alles gut gewesen. Dann fing es an mit dem Nachhause telefonieren. Ja, und dieses Jahr, das so mit Zeit telefonieren. So und jetzt haben wir das Explosionsrisiko bei unseren Smartphones. Mhm. Hat jetzt gerade jemand hektisch in die Hosentasche gegriffen? Ja, die ja, hat doch gerade alle mal nachschauen, weil Schlautelefone schon warm ja, sind. Also, ihr seht Sachen, die man nicht sollte ins Fondue fallen lassen, aber das wissen alle Schweizer ja schon. Und, genau. Ja, sonst ist es vielleicht besser, wenn du dein Smartphone mit deinem Smartphone ums Haus säckelst, weil dann passiert ein bisschen weniger. Nichts Privates vor dem Fernseher erzählen. Aber das war letztes Jahr, ja, das war letztes Jahr. Dieses Jahr. Das Schlautelefon, ja, genau, ja. Genau, ja. Oder Schlaufernsehen. Und so schlaue Jür. So. Und dann haben wir recherchiert, irgendjemand anders muss da auch noch aufgefallen. Früher hat es noch das schlaue Buch gegeben, aber heutzutage brauchst du nur noch deine schlaue Jür. Ja, Samsung Galaxy S7. So, jetzt geht es wieder um Samsung Galaxy. Also, ich habe noch gar nicht so genau aufgepasst. Ah, aber Samsung macht Waffen, Rüstungshersteller. Und da hat man natürlich so ein cooles Bild gefunden im Internet. Aber da offenbar auch schon an irgendwas. Genau, das ist jetzt einer von diesen Massenvernichtungswaffen-Auslieferlastern. Genau. Also wahrscheinlich hat es einfach explodierende Akkus drin. Nein. Ja, Samsung, das war nicht der einzige mit Explosionsgefahr. Genau, nicht nur Akkus explodieren, genau, sondern die Teacher sollte ab und zu mal etwas ja, besser Kamera machen. Auch eine Sache, die man oder Kameras hätte man früher einfach können kaufen. Schön und ja, wenn früher schön billig. Davon, jetzt hat es erste Anzeichen davon, dass man ein bisschen tief passen, wenn man die Kamera kauft. Weil dann genau schaust. Ja, da stimmt etwas nicht ganz. Ja, der FBI-Chef sagt euch, Kamera gescheiter abkleben. Und jetzt? Da wurden nämlich die Kameras plötzlich zu Botnet und inzwischen sollte man sogar schon nicht nur die Kamera selber abkleben, sondern auch den Netzwerkstecker abkleben, weil die Kameras sind doch jetzt zum Botnetz geworden. Da stellt sich nämlich raus, dass in Finnland in einigen Kommunen die öffentliche Fernwärme ans Internet angeschlossen war. Und die haben dann halt richtig gefroren. Genau, genau ja. In Finnland kann man genau via Internet, Im Rest der Welt ist das auch bekannt gewesen als Earth Day. Neuer Slogan.
Ja, die kann man auch abstellen. Haben wir uns in der Schweiz leider dagegen entschieden. Aber es macht nichts, weil war billig. Okay. 2015 Plastik aus China. Ist einfach gerade billig gewesen, jawohl. Genau, ja. Stellt sich aus, überwacht einem. Also, so wie die Regierung da ja schon vorher. Okay. Achtung, Action! Da bricht gerade das Asbest aus der Decke raus. Ja. Zum Glück wird die Hütte Ende Jahr saniert. Der kommt aber gar nicht aus der TARDIS. Was ist jetzt passiert? Jetzt haben sie das Popcorn mit Konfetti essen. Oh, jetzt geht's. Ja. In Basel heißen ja Konfetti nicht Konfetti, sondern Rappli. Genau. Im Wallis heißt das noch Konfetti. Ja. Margau auch. Rappli. Also Rappli sind mit ihr so Geldeinheiten, ja. Das sind Rappen. Ich weiß Gott. Kleine Geldeinheiten sind Rappen und kleine Papierfotzel, das sind Konfetti. Rappli, Konfetti, wie auch immer. Genau, aber da seht ihr, also. Aha, Konfetti gibt es, seit der Basler, gibt es in Deutschland. Also im Wallis gibt es auch Konfetti, aber ist ja gleich. Ja, ihr seht, was wir Schweizer ab und zu mal intern sogar für Probleme haben mit Kommunikation. Kennt man ja. So Zigaretten. Marlboro-Männer sind der Reihe nach an Lungenkrebs gestorben. So. Aber ihr wisst ja, wer das ist. Inzwischen hat es auf der Zigarette nicht nur Flotti. Jetzt mit E-Zigaretten, die in der Hosentasche explodieren. Aha. So. Oh, statt, genau. Zigaretten können jetzt auch explodieren. Unsere Autos kennt man auch, so E-Autos 2014. Neue Autos können echt die auch explodieren. Mal schauen, was kommt. Ja, schon ein bisschen, wo es hingeht. Auto 2015. Jetzt telefoniert der Tesla heim und lässt sie aber fahren. Und 2016. Was 2016 passiert ist, sind die irgendwo angeflogen. Ja, es war ja irgendwie klar, wenn das Auto heim telefonieren kann, oder? Dann steckt offensichtlich ein Telefon drin. So Sachen, die man eigentlich kennt, also Klos zum Beispiel. Aber dass mit Autos Unfall passieren, damit hätte ja auch niemand können rechnen. Ja. Vertrauter Anblick. So, toi toi plumps Klo. Denkt man sich, da kann nicht so viel passieren. So. Und dann ging das los. Ja. Ja, da ist nichts Beiges, oder? Und jetzt, Ach so, wird das WC aus Hygiene. Macht ja, ohne Explosion ja. Gehen wir nicht nach Hause. Genau, ja. Und also ihr seht ungefähr, wo es stand, ne? WCs explodiert. Okay. Ja. Das war, man kann sich vorstellen, das ist so ein bisschen unnötig. Das hätte vielleicht ein bisschen eine Schweinerie gegeben und in einer Scheiß-Situation ist geartet, ja. Scheiß-Situation, genau. Das ist, was ist das? Teachers Engineering, oder was hat er gesagt? Und haben gesagt, okay, 2016 war auch die Wissenschaft, dann machen wir auch mal eine Serie zu. Da. Das hier ist der Wendelstein 7X, den haben wir mit Alternativlos besucht. Falls das ja, 2016 ist jetzt Jahr von der Wissenschaft und wir haben da ein cooles Gerät hier angeschaut. Der einzige Superlativ dieses Jahr. Wir rechnen, das ist nämlich das Gerät hier, wo Gravitationswellen haben nachgewiesen. Vielleicht ein bisschen grösser als das Gerät hier, aber schon gleich. Dann das habt ihr bestimmt auch alle mitgekriegt. Geht voran mit der Wissenschaft. Das habt ihr sicher euch mitgekriegt. Alpha Go. Eigentlich doch ringsrum irgendwie eine Go-Spiele. Und der Computer hat den Mensch geschlagen beim Go-Spielen, sagt Isha Experte, jawohl. Ich habe lange der Meinung gesehen, dass man das nicht machen kann, weil es so komplex ist. Und da ist man sich eigentlich lang genug einig gewesen, dass das nicht geht, weil Go zu komplex ist. Gut. Ein Witz, an dem ich nicht vorbei konnte. Moment. Es gab da eine Schlagzeile dieses Jahr, die war so großartig. Der Computer hat ganz anders gespielt als der Mensch das würde. Das seht ihr sicherlich allein. Aber schwingen kann der Computer neu. Das bleibt uns noch. Das kommt ja wahrscheinlich noch mit den Androiden, dass die gegeneinander schwingen. Ja, wir bleiben in der Wissenschaft.
Gute Nachricht, Frau Doktor. Vielleicht gibt es ein Schwingen-Go oder so. So nach CS-Go und Pokémon-Go gibt es jetzt Schwingen-Go, ja. Alpha-Schwing oder Alpha-Schwing, ja. Dann ist alles gut. Microsoft hat der Isha Experte hat etwas zu sagen. Ja, sie wurde Dr. Phil fast aberkannt. Wunderbar, sie bleibt. Ja. Und die wurde dann leider ein bisschen viel trainiert. Dann haben wir da unseren Twitter-Bot von Microsoft, der leider wieder abgeschaltet worden ist. Ja. Und das ging relativ schnell bergab, zugegeben. Es eskalierte. Es ist halt so passiert, wie wenn man was probiert zu kochen aus dem Bodensatz vom Internet. Aber man muss ja die positive Seite an sowas sehen. Ja, das ist ja nicht nur, ist ja kein Totalschaden. Genau, ja. Zum Beispiel. Da gab es Leute, die gesagt haben, also, Godwin's Law, oder? Das Denkmal stehen. The dangers of AI. Genau, ja. Die Wissenschaft hat außerdem 2016 festgestellt, dass Fracking ja, total ungefährlich ist. Wir können uns das hier mal im Bild angucken. So. Ja, das ist der Beweis, dass Fracking total ungefährlich ist. Endlich haben wir das euch. Zum Glück wird das nicht gemacht im Wallis, das ist schon sonst auf einem Gerberbe gefährdet, wenn man da noch würde Fracking machen. Oh nein, nein. Und Leiker Botner hätte da sicher auch noch ein bisschen Angst um ihr Warmwasser. Vielleicht gibt es ja da immer noch neue Methoden, wenn kein Warmwasser mehr kommt, für da noch mehr aus dem Boden zu holen. Das sehen wir dann. Plus, dann haben wir das Weltkulturerbe, die schönen Walliser Weinberge. Ja, das wollen wir uns ja nicht verschandeln, oder? Das ist ja so sicher, ja. Ist nicht etwas explodiert das Jahr? Im Wallis? Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, aber es kommt schon ab und zu. Ganz geblieben ist, ja. Ja, es kommt schon ab und zu mal vor, dass bei der Lohnze etwas explodiert oder das Ganze in einer Explosiv, ja. Management, effiziente Prozessgestaltung mit dem AG. Wir haben ja da recht viele Chemiefirmen im Wallis, im Oberwallis. Mhm. Ja, genau. Gut, ja, hier war noch so ein Ding, da ist fast die Illustration interessanter. Aber noch etwas, da ist die Illustration eigentlich fast interessanter als der Hintergrund. Das ist nämlich ein Luftreinigungsgerät. Und ja, da, ihr könnt euch erinnern vorher an die Bilder vom Nebel, vom Smog. Aus China, ja. Aus China, genau, nicht der Nebel aus Russland, sondern der von aus China. Und da gibt es jetzt Aargau, ja, genau. Erklärt der Basler. Und da gibt es jetzt so ein schönes Luftfilter, wo der ganze Smog, wieder soll wegtun soll. Ja, ich sehe, das bräuchte in meiner Rüsserschweiz auch gegen den Nebel. Das wäre super. Genau. Und nicht nur das, es gibt sogar schon Prototypen von der nächsten Generation. Und der Prototyp von der nächsten Generation für das 2017. Da haben wir euch geheime Bilder gekriegt. Sieg! Sieg! Weg mit dem Nebel! Los! Genau. Gutes Wetter für die ganze Schweiz. Genau, ja. 2016 war auch ein Hightech-Jahr. Also wir erinnern uns alle an die großartigen Errungenschaften. Ja, 2016 war ein Hightech-Jahr. Wir haben da so super neue Errungenschaften. Zum Beispiel die AirPods. Zuerst verloren, dann gekauft. Kaum verloren, schon neu gekauft. Nein, wie immer. Ja, es ist ja nicht mehr alles ganz einfach zu bedienen, wie man da auf diesem Bild hier sieht. Aber man einige, die mutig vorausgehen. Genau. Mutig, liebe Brüder. Mutige Experten und Expertinnen, die das für uns ausprobieren und das Neuland betreten. Genau. Aber einen alten Bekannten haben wir auch dabei und das ist das Cyber... Der Cyber-Bullshit-Award. Muni-Schiessi. Muni-Schiessi, ja. Der Cyber-Muni-Schiessi. Kutäuschling-Award. Aber da brauchen wir einen neuen Namenspartner, noch einen Namensgeber dafür. Und das ist durchaus schwierig gewesen, scheint's. Sie haben natürlich zuerst an den Trump gedacht, aber der sagt eigentlich nicht so viel über Cyber, außer dass er es toll findet. Von Hand zu weisen, was er da sagt. Also man braucht so zwei, drei Anläufe, bis man...
Und also, ich meine, aber du musst zwei, drei Mal lesen, bevor du schnallst, was er meint. Aber eigentlich sagt er nicht mal so was Seltsames. Also, ich meine, keine Ahnung, und das ist mir persönlich ja lieber. Und als wenn jemand einfach irgendeinen Scheiß. Meiner Seite, dass er keine Ahnung hat, aber. Donald Trump geht nicht. Na, wen haben wir denn da noch? Ja, ist irgendwie besser als. Ja, der Zustand, dass er keine Ahnung hat. Ja, zumindest Spreider dazu. Der Oettinger ist vielleicht eine schlechte Idee. Und Merkel hat selbstverständlich falsches Vertrauen. Von dem her, gut, das auch nicht, der wird nicht mehr lange um sein. Also haben sie den Verlegenheitskandidat genommen? Das ist der. Sicherheitsrat Deutschland e.V. Gründer. Ja, Arne Schönbohm, ich weiß nicht, ob da ist ein Experte noch mehr will dazu sagen über die, über die verschiedenen Kandidaten, aber ich denke, das Wort Cyberclown tut das gut genug erläutern. Ja, da muss man nicht viel dazu sagen. Ja. Also ich meine, dem sein Problem ist vor allem, dass er einfach Lobbyist ist, von A bis Z. Gut, also den will man eigentlich nicht im BSI haben. Und der willst du eigentlich nicht im Bundesamt für Informatiksicherheit haben. Ja, Informatiksicherheit haben. Und wir haben das Originalzitat gefunden. Aber wer hat das Originalzitat sogar gefunden, da, wo der zum ersten Mal als Cyberclown ist. Und noch viel wichtiger, der hat keinerlei Indikation, dass er technisch überhaupt rauskommt, was man eigentlich als selbstverständlich angesehen hat für den Chef vom Bundesamt für Sicherheit in Informatik. Und, Spezialexperte, ja. Ja. Nochmal? Ja. Nein, nicht nochmal. Ist es jetzt wirklich so schlimm? Aber seine Idee von der Cyberware ist schon gleich kraftvoll losgelegt. Ja, es ist eine kraftvolle Idee, aber eine freiwillige Feuerwehr für Cyberabwehr halt, wo IT-Spezialisten von Firmen gratis zur Verfügung gestellt werden. Genau, jawohl. Da sind natürlich alle sofort dafür begeistert. Ich meine, hey, gratis ein bisschen arbeiten für einen Bund, ist doch geil. Mhm. Aber hey, Cyber. Und das ist ein paar schöne Illustrationen dazu, inklusive Make Cyberware Great Again. Und Neuland wird am Mousepad verteidigt. Was übrigens für alle Schweizer, die zuhören, eine Anspielung ist darauf, dass Deutschland am Hindukusch verteidigt wird. Weil, ich meine, dort sind ganz klar die deutsche Aussengrenze. Also, wenn das niemand versteht, schaut mal auf eine Karte. Gab es dann auch noch das Ganze in Retro? Ja, die Schweiz wird am WEF verteidigt, aber das ist immerhin im Inland. Und damit ist auch klar, dass wir der Feind ist. Ein Konzept, was international überzeugt. Ganz klassische Illustrationen. 80er-Stil oder eher 70er? Ja, Cyberbullshit schon 80er. Ist eine große Kategorie, aber es gibt irgendwo 80er und 90er. 90er, ja. Ja, komm an. Ja, ich... Ja, ich habe keine Ahnung von dem Thema, ich bin da zu jung gewesen. Aber wenn man mal nachguckt, so der Name ist schon der Reich. Skynet ist ein gut gewählter, ich meine, es ist mega viel Bullshit, aber es ist sehr, sehr passend. Der absolut völlig lächerlich optimistische Algorithmus ist absolut immunisch. Es gibt auch Begrifflichkeiten bei Cyberbullshit, nicht nur so um die inhaltliche Aussage, sondern wenn es jemand schafft, einen neuen Begriff zu prägen, der Muni-Schießi. Direkt eine Reaktion hervorruft, die nur mit Bullshit zu beschreiben ist. Und da haben wir dieses Jahr einen schönen Fall gehabt. Und damit, das hat einen sehr schönen Fall gehabt. Genau, der Begriff. Und das ist das schlafende Cyber-Krankheitserreger. Wir werden alle sterben. Wir sterben alle. Wie immer. Wir werden sterben. Bei Pathogen ist, dass es da etablierte Strategien gibt. Ich kenne das so, wo. Ja, Breaking Bad, böses Brechen. Dort kann man sich ja wehren gegen so Krankheitserreger und das sieht man eben dort. Aber dummerweise bei Cyber-Krankheitserreger gibt es keine so erprobten Strategien eigentlich. Aber. Und dessen Telefon musste dann im Wahlkampf nochmal untersucht werden, weil da in einer, wo über viel Cyber-Muni-Schiessi geredet wird. Gibt es ein paar schöne Photoshops, das sind FBI-Agenten, nachdem sie das Handy vom
Toni Wiener, weil Toni Schwanz angeschaut haben. Als das FBI unter Eid geschworen hat, dass man dieses iPhone hier nicht anders aufmachen kann, als mit dem, auf dem Weg, den sie vorgeschlagen haben. Und eine Woche später haben sie dann ihre Meinung geändert. Das war also auch offensichtlich. Ja, und also das haben sie unter Eid ausgesagt und dann haben sie gefunden, ah nein, geht im Fall schon. Und dann hat der Snowden korrekterweise gesagt, ja, also wenn es doch geht, dann haben sie aber vorher unter Eid gelogen. In dem Fall ist es nicht ganz klar. Ja, aber das FBI interessiert nicht, was das FBI vor einer Woche gesagt hat. Und ein rein theoretisches Konzept. Ja, der Beobachter aus Europa hat mich da ein bisschen gewundert. Also dieses IS, dieser amerikanische Encryption-Angriff, was bekommt denn der eigentlich? Er hat gesagt, Verschlüsselung, die nicht aus den USA kommt und dass alle müssen amerikanische Sachen machen, aber ups, GNU-PG und AES, das sind, also GNU-PG kennen wir von Deutschland, AES, das sind eigentlich Belgier gesehen. Aber. Ja. Schachtelkettinnen. Ja. Und Wulchen. Aber auch Hauptrahmen. Also man kann. Man kann auf Hauptrahmen kann man. Schachtelkette und auch in Deutschland gibt es Cyber Bullshit. Ja, also, Bingo! Dem Telekom-Chef schon mal zugehört habe. So viel Munischisi. Der hat dieses Jahr mal wieder so richtig Pfunde gegeben. Ist und so der Telekom-Chef hat auch mal durchgegriffen. Nahezu gleichzeitig zu der groß angekündigten Security-Konferenz so ein Routing-Problem auf den ganzen Plaster-Routern, die Telekom und ihren Kunden verteilen. Und den ist aber geil gesehen, dann haben sie eine Security-Konferenz angesagt und dummerweise genau dann, wo die am Gelaufen gesehen ist, sind die billigen Plaster-Router, die sie einsetzen, vom Sicherheitsleck lahmgelegt worden. Ups. So, Moment, also das wird ja noch ein bisschen schöner, wenn man sich anguckt, wie das aussah, das Format, unter dem man das verkündet hat. Wir wissen, was wir tun. So, wir wissen ganz genau. Genau. Und aber hey, ist eine schöne Farbe. Man muss ja das BSI auch loben, wenn sie gute Dinge tun. Ne? Magenta. Die nächsten Plaster-Router-Apokalypse, die den Netgear-Router betraf, haben sie dann auch eine ordentliche Warnung rausgegeben und so. Und dann fiel uns ein bisschen so auf, so, da ist aber irgendwas komisch an dieser Meldung. So. Und dann haben wir ein bisschen näher geguckt und haben wir es gefunden. Oh, oh. Risikostufe 5. Risikostufe 5. Ah, wir werden sterben. Die Frage war, was ist denn nun eigentlich Risikostufe 5? Nein, von 5. Also, ja, oder weiß man nicht. Völlig verheerend. 5 vor 5, 5 vor mehr. 5 bis 1. Vielleicht ist es so wie die deutsche Note und einfach falsch rum. Ja, man fragt sich dann doch immer so, wieso ist denn das eigentlich so ein großes Problem? Ne? Weil eigentlich ist Deutschland ja, wenn man sich so die Bandbreiten anguckt, so, also wie viel haben wir denn halt irgendwie an Fiber to the Home? Na, sieht es jemand so? Da gibt es noch da ganz unten. Gesagt hat Kroatien und Polen. Die Schweiz ist allerdings noch ein bisschen weiter oben. Ja. Ja, bei Hightech ist ja manchmal auch so ein bisschen das Problem. Also wir sind etwa 4 Punkte weiter oben. Egal wie scheiße wir sind besser als die Deutschen, aber hey, das haben wir gewusst. Da gab es auch so ein paar Fälle, die erwähnenswert sind. So hat die Berliner Polizei im Winter gemerkt, dass es kalt wird. Es wird kalt im Winter in Deutschland, wer hat es denkt? Aber dummerweise haben sie nicht genug Autos gehabt, die warm geblieben sind. Wir haben tatsächlich einen internen Polizeireport gefunden. Diese Meldung, dass die wegen der Kälte. Also der SBB passiert nicht, dass Züge ausfallen. Der SBB. Eho. Bei der Deutschen Bahn ist. Schneit in Zürich im Winter und das betrifft einfach. Dann hat man halt so dieses Problem so mit den harmlosen Kinderkrankheiten. Gut, da könnten wir mal noch eine spannende Diskussion darüber reden, wie ausgelastet unser Zugnetz ist und wie sehr sich jede kleine Verspätung auswirkt. Und überhaupt, persönlich bin ich recht zufrieden mit der SBB. Oh, ja, da haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Service-Center für die F-35. Um ein ganz modernes, neues, genau. Und dort hat es ein Problem mit dem Radar gegeben, wo halt nicht richtig funktioniert. Und dann haben sie im Tech-Support angerufen und dann hat einer abgenommen und hat gefunden,
Hallo Heidi. Ja, hast du probiert, an- und abzuschalten? Und ja, abschalten, wieder anschalten, funktioniert. Nicht so geschickt, wenn man es im Flug muss machen. Ja, nicht nur kleine Flugzeuge sind aber es geht. Noch größere Modelle. Es geht auch noch größer. Ja. Auch so ein Dreamliner muss ab und zu mal gebootet werden. Ja. Also wenn ihr nach dem Kongress nach Hause mit der Traumlinie und so eine 787 also nein, sorry, mit dem Traum Kajal muss man das machen und da muss man halt regelmäßig neu starten. Weil, also ja, sonst könnte es passieren, halt, wenn man während dem Fliegen ist. Man könnte vielleicht denken, am Boden ist die Absturzgefahr geringer, aber das kann also trotzdem peinlich werden, wenn der teuerste Zerstörer gibt's Problem, im Panama-Kanal stecken bleibt. Ja. Ihre teuerste neue Zerstörer ist dummerweise im Panama-Kanal hängen geblieben. Und Schraubermuffe rein. Aber sonst kein Problem, ziehen wir einfach raus und dann. Ja, ich meine, hey, ist nur der Antrieb vom Schiff, das ist im Wasser. Was muss das Wasser dicht sein? Ja, genau. Man sollte denken, die Hardware ist gut abgehangen. Aber und ich meine, so Flugi, wo Update drauf und dann hat man gleich wieder Probleme. Ja, kein Problem, komisches also, Update drauf. Das Problem ist halt, wir kennen das alle vom Autofahren, wenn man die Scheine ja, aber wenn Soft funktioniert auch wenn man aber nachts kämpft der Touristen ja auch nicht, das wissen wir alle. Ja, und ich meine, die Air Force hat auch so ein paar Probleme. Das Problem ist ja nicht mal, dass Sachen nicht funktioniert haben, aber sie haben die Bildschirmhelligkeit aufgestellt und dann hast du nachts nichts mehr gesehen. Ungeschickt. Großen, also auch den Globus und so haben die Drohnen Probleme so und dann müssen die ja irgendwie müssen die damit umgehen. Ne? Ist aber auch der große Jungs passiert. Dummerweise sind plötzlich mehr Drohnen, Sensenmänner abgestürzt. Ich sehe ein Schild von einer Drohne, die geflogen ist, also ein Hinweis hat, wo die Drohne ist, wenn die zugeflogen ist. Ja, es gab auch tatsächliche Neuerungen, nicht nur in technischer Natur, sondern auch im Umgang mit der Technik. So haben wir dieses Jahr. Bin ich jetzt die ganze Zeit aufgesehen? Ja. Ah, nee. Sehr schade, man hätte jetzt vermutlich nicht alles gehört. Eine Drohne einen Menschen umgebracht hat, und zwar haben sie einen Bombenentschärfungsroboter genommen, ja, haben da also dran geklebt und ein Roboter ist ja auch eingesetzt worden, zum etwas umbringen. Und zwar ein Bombenentschärfungsroboter ist eine Bombe dran geklebt worden und dann ist die explodiert. Also die sind mit dem Roboter zu dem Typ gefahren und ja, sie haben gewartet, bis das Ding explodiert. Ich erinnere euch nochmal, das ist ein Bombenentschärfungsroboter, der wieder eine Bombe umgebracht hat. Kann man jetzt so sehen. Und Windows 10 Update! Oh Gott. Ja, also willst du deine Cheesy Fries, dann kannst du stattdessen Windows 10 haben, willst du wissen, wo du hin musst laufen. Gekommen, hat gelegentlich schon mal so einen Wetterbericht unterbrochen. Ja, das hat auch nochmal Einfluss genommen auf irgendwelche ja. Wetterberichte und so. Oder bei Taco Bell. Also, ja. Passiert. Ja. Oh ja, und es reibt sich Windows auf die Haut auf oder es wird wieder verprügelt. Also man redet jetzt mit seinen Geräten. Und die Spracherkennung. Mach jetzt mit seinen Geräten auch reden. Genau, und also, die telefonieren alle schön brav heim. Genau, wir kennen ja auch Siri. Das heißt Alexa. Und jetzt gibt es neu Alexa. Echo daher. Mit so einem Gerätli, das heißt Echo. Genau, und das ist aus Amazonas. Ansprache, wie man das Ding sagt, mit dem man so, wo man bei so einem Apple sagt, so Hallo Siri. Und das muss man halt ansprechen. Bei Apple sagt man Hallo Siri. Oder Grüezi Siri. Goi Siri. Ja, ja nein, sie diskriminieren eben. Der Hoi Siri glaube ich gar nicht. Auch nicht Hoi Alexa. So fies. Ja, die haben es noch nicht so im Griff. Ich meine, wenn du so einen reichen Markt mit Schweizer forschen, dann musst du schon dich anpassen. Da ist gerade der Bericht, dass Device, das Gerät reagiert halt, wenn man Alexa sagt und wenn halt jemand im Fernsehen auch Alexa heisst und die Person mit euch grüeft, reagiert halt das Gerät auch drauf. Was ein bisschen ungeschickt ist. Es hat noch ein paar weitere nennenswerte hochtechnologische Sachen. Wir haben hier ein Beispiel von einem Engländer, der versucht und wenn man gerne bastelt, dann kann man auch Stunden mit so viel Gebastel brauchen und ein Engländer hat er wollte Tee machen, oder? Weil, wie das ein Engländer macht. Und dann hat er 11 Stunden damit verbracht, seinen Wi-Fi-fähigen Wasserkocher zu benutzen. Ja. Und er hat das halt dokumentiert. Und hallo, 11 Stunden ist doch eine vernünftige Zeit, um auf eine Tasse Tee warten, oder? Ja, ich meine, also, wenn du einen richtig guten Tee willst machen. Mich gefragt, ob das vielleicht eine Satire ist. Und also, ich meine, man kann sich da schon fragen, ob das. Das ist eine schöne Satire. Also wenn Satire ist, aber ist es sehr schöne Satire. Sind die, jetzt überall, so auch in sind die nicht von den Sachen, von den Dingen?
Ja, ja. Ist jetzt überall bei den Heizungen. Da gibt es so Dinge, die man an die Heizung dran machen kann. Ja. Dann kann man sagen, so, grüezi Siri, mach doch mal die Türen auf, überweis doch mal die ganze Kohle vom PayPal-Konto irgendwo hin, mach mal. Tja, manchmal ja. Ist es auch ein bisschen warm. Ab und zu werden Sachen halt ein bisschen warm und ja, so. Ja, weil es halt den Server nicht so richtig auflösen kann. Dann ist halt mal. Oder es wird halt kalt. Dinge sind halt manchmal nicht ganz ja, so zuverlässig. Was bei Sicherheitsproblemen ja immer fast wichtiger ist. Und also was bei Sicherheitsproblemen oft wichtiger ist als das eigentliche Problem, ist, wie der Hersteller darauf reagiert. Und da hat es ein wunderschönes Beispiel gegeben, aus einem Hersteller von dem, wo die meisten Webcams betroffen sind, bei dem ganz, ganz grossen verteilten Dienstablehnungsangriff. Und der hat halt einfach gesagt, ja, also Sicherheit das Problem, das betrifft alle und wir haben keine Angst davor, dass uns das auch mal betrifft. Industriestandard, Sicherheitslücken, das passiert. Gute Nachrichten, endlich. Hat es ergeben. Dann sehen wir Nachwuchssorgen. Es geht niemand mehr an. Oh. Oh. Kleinste Giga. Die Presse ist ein bisschen schlecht. Die Presse war ein bisschen schlecht in diesem Jahr. Naja, alle sind gegen die NSA und alles mega unfair. Mimi. Ja. Wein, Wein, Wein. Wir haben aber sehr Zeichen guten Käse zum Wein. Und sonst fragen die Franzosen, aber hauptsächlich fragen die uns. China hat es geschafft, sein CO2-Target zu unterbieten. Deutschland hat es nicht geschafft. Ja, also ich meine. Wir haben alle immer nach China gezeigt und gesagt, naja, wir müssen so China. Oh, wir müssen ja nicht besser sein als China, solange es die dort alles kaputt machen und so. Und jetzt haben sie es auch geschafft, ihre Ziele zu unterbieten und wir können da wie so fischen. Ja. Also, es sind gute Nachrichten für China. Aber das beste Armutszeugnis für Deutschland ist es schon. Ja. Ja gut, das, ich meine, da müssen wir als Schweizer jetzt auch nicht sagen, das haben wir auch nicht auf die Reihe gekriegt. Siehe, Atomstromabstimmung. Das geht sogar so weit, dass teilweise die Kunden so ein bisschen insistierend werden, wenn man nicht schnell genug fertig gefixt hat. Ja, das ist auch eine Einstellung, wenn der wenn die Swiss halt, wenn es langsam ist, ja, im Squareführer läuft. In der Schweiz hat ja eh, das ist Square, die heißt so, ab, dann schießt der Swiss hat mir aber halt einfach zurück, oder? Ja, das ist das Risiko, aber mit dem muss man halt leben. Ja, gut. Der Terror ist weg, also fast. Ja, wir haben ja einen noch mal Leute sind umgebracht worden. Und noch mehr. Und noch mehr. Und alle wichtigen Positionen. Wieder ein Anführer. Also es ist irgendwie ungefähr fünfmal habe ich jetzt gesehen, Nummer 1 vom IS in Deutschland ist getötet worden. Okay. Als ob's, Sprecher. Als ob es immer wieder was, eine neue... Das Kleindruckte ist irgendwie, das ist schon mehrfach gemeldet worden. Wo steht denn das? Ah, der Tod ist schon mehrfach gemeldet worden. Ja, also der eine haben sie schon ein paar Mal umgebracht. Plötzlich sind die auch nicht mehr tot gewesen, sondern die hatten irgendwie Finanzprobleme. Ja. Und haben dann sogar Asyl beantragt, so schlecht ging es ihnen. Und die haben sogar müssen Asyl beantragen. Also der Krieg gegen den Terror ist so gut wie gewonnen. Also der Krieg gegen Terror ist de facto auch Missverständnisse, ja. Die uns Sachen negativ. So gut wie gewonnen. Es ist noch wichtig, dass man das so sagt, weil so ist es im Buch gestanden. Es geht um Missverständnis. Und zwar, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, es ist alles mega super, was gerade passiert ist. Und dass wir jetzt eine Sache gehabt, da hat man nur ganz genau mal hinschauen und hat man gesehen, Trump-Wahl. Das war eigentlich total super. Die ist eigentlich übelst gut gewesen. Diese Nachricht vom RNC, das ist die... Das ist die Nachricht vom RNC. Vom Republikanischen Nationalkongress. Hat sozusagen Trumps Wahl mit der Wiederkunft... Die hat sozusagen die Trump-Wahl gleichgesetzt mit der Wiederkunft von Messias und es hat sich auch da rausgestellt. Ja. Ja. Das Problem ist natürlich, dass der Messias nicht wieder kommen sollte, sondern das erste Mal kommen, aber... Ja. Das ist immer nur so eine Auslegungsfrage. Das ist okay. 10%. Ja, wenn man mehr liest, als eigentlich in der Tora steht. Da war wohl der Zensor pinkeln. Der Zensor ist gerade Pipi machen. Immer eine gute Kategorie. Das ist häufiger der Zensor in der Bildredaktion, also bei die Illustrationen in die Zeitungen tun. Also mittlerweile ist ja hauptsächlich der, wo Bilder anschaut, wo nicht immer aufpasst. Und da jetzt ein paar schöne Bilder. Das schönes Bild. Das ist großartig. Und oder die Untertitelreaktion ist auch immer so ein Klassiker. Die haben auch immer gut mitgemacht. Wenn die irgendwie wieder mal sind pennen anstatt arbeiten. Also der Zensor dort von der, ja, von der genau. Untertitelredaktion. Die sind so ein bisschen zweideutig. Es gibt also Bilder, die sind so ein bisschen zweideutig, das kann man schon so machen.
ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gewollt von euren Leuten. Blickrichtung der Leute im Hintergrund. Wenn man sich genauer anschaut, wo die Leute alle hinschauen. So, was passiert so, gerade? Was machst du dort vorne ganz genau? Das Kernthema von dieser Kategorie sind natürlich Äußerungen. Aber das Kernthema ist natürlich flüssige Inhalte. Wir haben hier ein Beispiel, das ist schon ein bisschen älter, aber es illustriert es ganz gut. Das ist ein kleines älteres, aber sehr gutes Beispiel. Und das ist unser Partner in der Demokratie in der Türkei, der Herr Erdogan. 98 und der Witz an diesem Ding ist, er ist damit eigentlich 98 verurteilt worden zum lebenslangen Politikverbot und zu 10 Monaten Haft. Aber es hat halt 98, dann nie so ganz, ganz ernst genommen. Und hey, dann kannst du mir Sachen gehen vergessen. Manchmal passiert es halt, dass es irgendwo nicht mehr steht. Und man kann es nicht mehr nachverfolgen. Ja. Wir haben hier etwas Neues. Genau, also man achtet auf die Uhrzeiten. Ne? Man muss sich die Uhrzeiten anschauen. Die zwei Artikel sind knapp 2 Stunden auseinander. Einige müssen zackig. Und dann aber sind wir der eigentlichen Wahrheit noch sehr nahe gekommen. Und dann sind wir eigentlich relativ nahe gekommen. Das muss man jetzt nicht alles lesen. Und das muss man jetzt eigentlich auch gar nicht lesen. Es geht nur um... Wie der Präsident gesagt hat. Die Planeten sind beunruhigt. Die 4 verfangenen Planeten sind beunruhigt. Und ich sehe das Problem. Also, ich finde es wichtig zu beurteilen, zum diskutieren. Ja, vom Führer, was ist mit der Führerin? Ja, sehr diskriminierend. Das ist echt so. Also da muss man echt noch nicht schauen, wie man das kann. Manchmal gibt es auch Leute, die eigentlich schuld also, sind, mit der Presse zu reden. Es gäbe eigentlich Leute, die wären ausgebildet, um mit der Presse zu reden, aber ich schaffe es trotzdem. Zum Beispiel der Pressesprecher vom BR, der hat halt gesagt, dass sie es verbockt haben. Und er hat halt gefunden, ja, also da gibt es keine fixe Garantie für den Flughafen, weil also, wenn du nicht völlig hirnrissig bist. Wenn du nicht total Banane bist. Ich meine, er hat völlig recht, aber dummerweise haben sie ihn dann halt trotzdem gespickt, weil ehrlich sind oder so. Und dann haben sie die Deutschen noch einen Bundespräsident gehabt, der dann zurückgetreten ist, weil er ein bisschen zu viel von der Wahrheit erzählt hat. Genau, wir müssen die historischen Empfindlichkeiten zurückstellen und mal wieder ein bisschen militärische Verantwortung übernehmen. So historisch ist also, das Hintergrund. Nee, muss halt wieder militärische Verantwortung übernehmen. Ja, also die Wehrmacht muss man wieder aufmunitionieren und dann können wir endlich Polen überfallen. Also ich meine natürlich Verantwortung übernehmen. Muss man mal was tun. Und ihm schwebte dann eine sehr konkrete Maßnahme vor. Er wollte nämlich Kreuze im Hof des Bundesamtes für Verfassungsschutz aufstellen und ein paar Mitarbeiter dran nageln. Kurz gesagt, der Typ hat wohl Leute kreuzigen. Uns wurde ein Video davon zugespielt. Okay. Und es gibt hier ist passendes Video zu dem Thema. Look on the bright side of life. Oh. Wenn das Leben ein Stück Scheiße ist. Sehr schöne Film, kann ich auch noch empfehlen zum Schauen. Ja. Das Leben von Brian. Monty Python. Worum es ging, war ja, dass da so ein Panzerschrank war. Ja, durch diesen Panzerschrank? Es geht um einen Panzerschrank. So, und der wurde einfach so ungefähr alle 2 Wochen durchsucht und jedes Mal. Der ist einfach so knapp alle 2 Wochen durchsucht worden. Es war immer etwas drin. So eine Suchgeschichte und so. Und. Also bei 4 vorigen Sichtungen und war es nicht aufgefallen. Bei 4 vorherigen Durchsuchungen haben wir auch nichts gefunden. Und so Sachen wie SIM-Karten, Handy, so, ja. CD, 4 SIM-Karten. Haben wir dann ein Foto dieses Panzerschranks. Und das ist das Bild von diesem Panzerschrank. Da ist noch was zu erwarten. Also das kann man noch ein bisschen erwarten. Ein größeres Modell. Also es hat etwas drin, würde ich mal sagen. Ja, ist ein ziemlich grosses Modell, würde ich jetzt sagen. Natürlich nicht vergleichen mit der Bunker. Wenn man bei der nächsten Durchsuchung ein weiteres Türchen aufmacht, ist wie ein Adventskalender. Und da war der CIA-Direktor zu Gast. Und dann haben sie bemerkenswerte Dinge gesagt. Noch einen eingeladen oder zu internationalen Beziehungen. Stratosphärische Aerosolinjektionen. Und also da könnte man ein bisschen Chemtrails ansetzen und das Wetter verändern und überhaupt. Erinnert euch das an was? Ich finde den Aluhut sehr modisch. Vor allem also zweischichtig. Zweischichtig, das ist glaube ich eine Entwicklung. Das ist so. Habe ich schon gesehen auf den Laufstegen von Chanel und so. Also, ich glaube, das ist der nächste Trend für 2017. Ist auf YouTube. Sieht einfach auch gut aus.
Und dann hat NSA davon gewarnt, dass man auf Rechnungen in Wülkli setzt. Das war eine Usenix-Konferenz, da haben sie ihren Techie hingeschickt, und zwar den von der Tailored Access Operations. Das ist die Abteilung, die andere Leute hackt. Und dann haben die NSA ihre Techniker angeschickt von der maßgeschneiderten Zugriffsoperationsgruppe. Und der hat halt gefunden, ja, also wenn du Rechnungen in Wülkli machst, das ist einfach eine scheisse Idee. Und ich weiß nicht, wie happy seine Chefin gewesen sind, aber der Rest der Welt hat gefunden, oh well, ja, mal gute Idee. Verblüffend geäußert. Auch das FBI, also das FBI hat auch ein paar merkwürdige Sachen gesagt, zum Beispiel, sie haben gesagt, Wahlcomputer sind alle total sicher, komplett unhackbar. Einfach weil sie so scheiße sind. Da kommst du einfach nicht durch, es funktioniert einfach nicht. Und wenn ich mir so den C-Code anschaue, der dort gestanden ist, was meint unser C-Experte dazu? Ja, es ist hässlich. Ein anderer Experte? Nein, die will sich auch nicht äußern. Sie werden sich alle nur nicht äußern. Weil es ist so schlecht, das haben sie schon wieder verdrängt. Er meinte halt irgendwie so. Ja. Ja, und dann hat halt einer gesagt, was die Briten da uns vorgesetzt haben, das ist einfach ein Lügner, und der hat halt jetzt gerade keine andere Wahl mehr. Aber es ist auch ein wunderschönes Foto von Boris Johnson. Das Thema auch umgekehrt, dass man. Es kommt auch umgekehrt vor, dass man aus Versehen etwas sagt und dann oder versucht, irgendwie das ganz schnell das probiert, irgendwie zu vernichten oder von der Allgemeinen fernzuhalten. Und das Pentagon hat dieses Jahr einen Studienauftrag gegeben, um herauszufinden, wie viel Geld wird eigentlich verschwendet. Größtenteils durch öffentlichen Druck, aber auch. Größtenteils durch öffentlichen Druck, so viel wird doch das nicht sein, ich habe mir ein bisschen schauen, was man gemacht hat. Und sie eigentlich mal wissen, wo 10 Milliarden für gegangen. Wir haben eine Milliarde wiedergefunden und dann. Und dann wir wieder gefunden, und alle sind so, yeah! Milliarden drin steht, und dann gehst du dort, das nicht so gut aus, wenn ein übelst grosser Verlust ist. Und ja, also sie haben ja darauf gehofft, dass sie können sagen, hey, wir haben 1 Milliarde wieder geholt. Und dann ist schon gestanden, dass sie 125 Milliarden verloren haben. Und der eine sieht dort nicht so gut aus im Vergleich. Und ja, dann haben wir auch das Beispiel von Naoto Kan, der ist Premier von Japan, gesehen, damals, wo Fukushima passiert ist, und dann hat er gesagt, die ganze weitere Existenz vom Staat ist davon abgehangen, wie wir damals gehandelt haben, und das ist doch ein bisschen krasser, als es damals dann offiziell tönt hat. Und dann ist er gefragt, weil ich aber irgendwie mit Atomstrom rauskomme. Und dann hat er gefunden, well, also ich habe nur Wirtschaft studiert. Oh, TEPCO hat etwas dazu gesagt, das ist die Firma, die Fukushima betrieben hat. Ich sehe den neuen Chef, nicht den, der dann zuständig war. Und er hat auch etwas schlau ausgesehen, weil er gefunden, ein paar Sachen muss man jetzt mal drüber reden. Genau, das Wort Kernschmelze. Also zum Beispiel, Kernschmelze sollte man vermeiden, das Wort. Das ist offizielle Politik. Und der hat dann einfach gesagt, so, ja, sagen, es war rückblickend ist es vielleicht eine Vertuschungsaktion gewesen. Und er hat gefunden, es ist sehr, sehr bedauerlich. Und das bringt uns zum nächsten. Der Antonio Bogowski Award für angewandte Nuklearsicherheit. Ein Klassiker bei der Nord News Show. Und hier ist das Feld sehr stark umkämpft dieses Jahr. Europa hat hier ein paar sehr gute Kandidaten gehabt, zum Beispiel Belgien. Ja, die sind so kaputt, dass ihr Kühlwasser nicht mehr richtig kühlen. Das ist so können, ne? Kaputt gewesen, dass das Kühlwasser nicht können gekühlt werden. Normal wäre es weniger wie 10 Grad. Also 12 sind es 30 Grad und seit 16 ist es 45 Grad. Und man muss sagen, auf 50 Grad kann man das nicht mehr benutzen, um den abgeschalteten Atomreaktor zu kühlen. Dann werden die vielleicht schlimmer. Und der hat gefunden, ja, unser Zeug ist so kaputt, und wenn das jetzt irgendwie noch mehr kaputt geht, dann geht alles kaputt, darum müssen wir jetzt Wasser vorheizen. Sie haben sozusagen. Wir sind jetzt bei 45, ist also noch genug. Also, wir sind jetzt bei 45, nicht bei 50. Es sind noch Puffer, funktioniert. Ein bisschen kann man noch, ja. Genau. Atommüll muss man ja irgendwo lassen. Also Atommüll muss ja so entsorgt werden, dann können wir auch nicht immer ewig im Aargau lagern. Genau, idealerweise ist es immer sehr nach zu Nachbarn. In diesem Fall halt, aber das hat auch Kanada so gemacht. Aber Kanada hat gefunden, so, ja, machen wir auch. Kanada, dass die ganzen Menschen im Süden wohnen. Aber das Problem ist, dass alle Leute halt im Süden, wenn man sich Marta anschaut, merkt man sehr schnell, warum. Wir sehen hier unten links Detroit. Und links sehen wir Detroit und rechts ist irgendwo Toronto. Und in der Mitte sehen wir, wo eigentlich der Atommüll hinkommt. Also direkt an der grossen Seen. Genau.
Ja, da ist wahrscheinlich niemand dagegen gewesen. Wenn man mal so ein bisschen kontaminiertes Grundwasser hat, ja, wenn da Wasser aber austritt, man hat gemessen, das Grundwasser. Also ja, man hat halt gemessen, wenn das Grundwasser ein bisschen kontaminiert ist. Und in St. Gilla ist im Keller vom Atomkraftwerk, ja, bald so schlimm. Nein, man hat einen innovative Lösung gefunden für das. Nämlich hat man einen Swimmingpool gekauft, also einen kleinen, so, wie auf dem Bild halt. Und wo das ist voll gewesen, hat man so einen Schlüch gekauft, wie auf dem Camp, genau. Ein zweiter Swimmingpool und irgendwie so, ja. Atomkraft ist sicher bei uns. Ja. Wir haben keine solche Pools. Manchmal, wie sicher Atomkraft ist, daran, wie vergleichsweise kleine Anlässe reichen. Man merkt halt, wie sicher, also es ist, wenn man schaut, was für kleine Sachen grosse Probleme können machen können. Und eins AKW hat das geschafft in der Nähe von New York. Und zwar hat es dort Vogelkacke drauf gehabt. Und durch das ist es halt, naja, ausgefallen. Wir haben hier noch ein Bild von den möglichen Terroristen gefunden. Ja, shit happens. Ja, Nuklearsicherheit bezieht sich ja nicht nur auf. Nuklearsicherheit heisst ja nicht nur Immobilienunterhalt, sondern auch noch mobile Endgeräte, wie zum Beispiel das da hier. Das wurde beim Tauchen gefunden. Das hat man zufälligerweise beim Tauchen gefunden. Zuerst haben sie gedacht, das sei ein UFO. Und haben sich so übelst gefreut. Und haben gesagt, ja, okay, ist doch etwas anderes. Aber Geschichte ist schon zu. Genau. Ja, schaut doch nur eine thermonukleare Bombe. Das war so ein Klassiker dieser Show. Ihr kennt es, geht immer so Richtung Ende zu. Fängt gleich mit einem sehr starken Teilnehmer an. Ja. Also, ihr merkt, es geht vor allem zum Ende der Show zu. Von der Veranstaltung hier. Die Browser-Extension. Die Browser, also die quasi Internet-Surf-Programm-Erweiterung. Surfen ist schon wieder nicht deutsch. Wie heisst das? Internet. Das ist Wellenreiten. Internet-Durchsuchungsprogramm. Internet. Zwischennetz, Wellendurchrittungsgerätlich. Programm. Programm lieber lag out. Das ist schon fast deutsch. Sondern was wir hier machen. Das ist ein Unified Information. Einmal Teacher als App. Das ist was ganz anderes. Sehr schön. Applikation, was auch immer. Ja. Dann gab es also, diese Geschichte mit diesem Nosepie. NASA und Nosepie. Dann jetzt um die Geschichte mit dem Nicht-Spionieren-Abkommen. Als dann gewisse Leute plötzlich in Erklärungsnot kamen. Gewisse Leute haben gesagt, wie erklären wir uns das? Obama angekündigt, und Obama hat so, ja, gegen Deutschland mal zurückfahren Spionage gegen Deutschland sollte man vielleicht mal stoppen. Und ein paar von seinen Geheimdienstkollegen haben dann gefunden, öffentlich so, ja nee, das kann man nicht machen. Und dann sind so Fragen von so, warum haben wir eigentlich Mutti abgehört und dann ist so unsere Partnerin so. Wir haben eigentlich Putin abgehört. Und dann haben wir gesagt, in Wirklichkeit haben wir den Putin abgehört. Also natürlich haben wir auch das Telefon abgehört von der Frau Merkel, aber es ist uns eigentlich nur um den Putin gegangen. Ja, ist ja klar, oder? Also eigentlich ist es ja nicht das Telefon von der Mutti, sondern wir haben das ja noch abgelöst damals, als der Schröder im Amt war. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn so ein Provisorium mal installiert wurde, dass. Ja, das kennen wir ja, das haben wir ja in der Schweiz auch genug, Provisorien, wo dann... Eine andere schöne Geschichte aus Seattle, wo ein Informationsfreiheitsklage vor der Beise, der hat es wirklich vor der Beise gesehen. Also es geht jedenfalls um die Infrastrukturbetreiber und dadurch, dass es öffentliche Hand ist, geht es eigentlich um das Gesetz und hier eben die elektrische Infrastruktur. Und die Frage ist halt, was hat das FBI eigentlich für Überwachungskameras in diesen Pfosten? Und es ist natürlich gar nicht gegangen, dass man dort nachgefragt hat. Und die Entschuldigung, die sie gefunden haben, die ist sehr schön. Weil das würde die Privatsphäre von den Leuten, die unüberwacht werden, verletzen. Ja, ist eigentlich ist nachvollziehbar. Und nachvollziehbar. Die nächste Meldung ist gerade auf mehrere Ebenen lustiger, weil es geht um eine Datenbank, nicht um eine Schweizer Bank, sondern um eine Datenbank von einer Luftwaffe. Und jemand hat halt mit Beschwerden ist halt der ganze Bereich abgedeckt, von jemand hat man im Kielstrand gesessen geklaut bis zu kleinen Affären. Und
aber der Betreiber von der Datenbank hat halt leider einen Fehler gehabt. Steuerakten auf einen Planeten geschaffen, der kurz danach von einer Supernova verschlungen wurde. Ja, es ist ähnlich wie damals, wo die Akten leider auf einen Planeten sind transportiert wurde, wo kurz später von der Supernova verschlungen wurde. Wir haben noch eine positive Meldung Internetminister. Von unserem Zwischennetzminister. Er hat gefunden, eine sehr innovative Lösung gefunden, eine flächendeckende, tagesunabhängige Videoaufzeichnung kann machen, ohne Datenschutz zu verletzen. Der muss einfach gewährt bleiben. Das kann man einfach so festlegen. Ja, wenn das da so geschrieben ist, dann ist das also papierisch und geduldig. Ich meine, die Idee in Viecher schon gehabt. Ja. Gut, ja, manchmal ist es gar nicht... Es hat noch... Die Hardware selbst, es ist nicht immer die harten Sachen, die das Problem haben. Hat die halt versehen, manchmal zündet halt jemand das einfach mal an. Und das ist das ja auch passiert. In Taiwan ist es passiert, am Kriegsschiff Richtung China. Die Rakete flog dann 75 und die Rakete ist halt 75 Kilometer geflogen, bevor sie halt aus Versehen in so ein chinesisches Schiff geballert ist. Und gewisse Spuren hingelassen hat. Also leider... Ja, leider haben wir die Entschuldigung für dafür nicht ganz gefunden. Versehen. Aber ja, es ist ein Versehen. Auch das passiert. Auch das kann es geben, ja. Wenn einer nebenan raucht oder so, oder ja. Bist schnell kurz weggelaufen und du weißt, das ist, dann kommt irgendwie eine Katze und dann schubst sie das um oder so. Katze gibt's. Wir haben hier nur eine. Wir haben noch ein paar Beispiele von schlechten Ausreden. Vernichtete Akten. Was sagen die beiden? Eine faule Ausrede ist ein Batzen wert. Die können halt nicht mehr geprüft werden. Da kann man nichts machen, oder? Ja, der Punkt ist, hier, man hätte es halt nicht mehr prüfen können. Ja, ist halt Spruch gewesen. Und darum ist es halt vielleicht weg. Jetzt geht es um Böllen aus Stahl. Eier aus Stahl. Oder Eier aus Stahl. Eier aus Stahl. Eier aus Stahl. Eier aus Stahlpreis. Nein, Wolle aus Stahl. Wie man ja auf dem Bild sieht. Also, der erste Stahleier gehen und ist eine neue Sportart. Manchmal ist es auch der Kontext, der eine Sache besonders macht. Ab und zu mal ist schon wieder der Kontext einfach interessanter. Großen Herausforderungen ausgesetzt. Oder ja, jemand, der am Arbeitsplatz eine neue Herausforderung hat gesucht. Naja, innovativ. Es sind auch Leute kamen mit schönen innovativen Methoden. Wenn man halt Bomben sucht im Irak, dann haut man einfach mal eins drauf. Wo? Das. Und biegt dort die selbstgebastelte Sprengfalle. Ja, die kann man ja selber wieder daraus nehmen. Ja, ja, kein Problem. Da kann ja nichts passieren, ne? Den blauen. Aber wichtig, ja, immer das Blaue durchschneiden, immer das blaue Kabel. Was wir auch sehr beeindruckend gefunden haben, sind die Frauen in Polen gewesen. Die dort Massendemonstrationen gemacht. Und die haben das effektiv das zustande bekommen, dass das Abtreibungsverbot gekippt worden ist. Auch sehr imponierend waren die Frauen in Saudi-Arabien. Sehr imponiert haben Frauen in Saudi-Arabien, wo die haben ganz viele Briefe angeschrieben, dass halt selber ein Auto fahren und so weiter. Ja. Wenn das ein gewisses Risiko beinhaltet. Ziemlich gleich auf damit waren der gleich auf damit ist auch ein anderes Projekt in Mali. Die haben ja da auch so ein Problem mit. Die haben dort so ähnliche Probleme. Als islamistisch bezeichnet. Mit, Kriegen, sagen wir es islamistisch, die Krieg. Und, die gehen dort einfach hin und verbrennen alte die Bibliotheken. Fangen die an, halt irgendwie auszuräuchern und zu verbrennen. Und die Bibliothekare da. Und die Bibliothekaren, die gucken sie sich zusammen. Und die retten einfach die Bücher aus der Stadt Timbuktu. Die alten Manuskripte werden alle gerettet. Damit die dort nicht angezündet werden. Dieser Vernichtung. Und dafür und es gab da schon Sachen zu überwinden. Für das hat es ein paar Sachen zu überwinden gegeben, ja. Ich sehe gerade, das sind 377.000 Manuskripte, die dort gerettet worden sind. Und sie haben kein einziges von denen verloren unterwegs. Und damit wünschen wir euch wie immer. Ja, das ist schon wahrscheinlich bessere Statistiker als die Post. Mit dem wünschen wir euch eine fröhliche Krise und ein fröhliches neues Jahr. 1984. 1984.
Das war es mit der Fnord News Show. Wir danken fürs Zuhören mit der Übersetzung vom Team Schweizerdeutsch. Das waren der Miriam, Frau Blauwal, Pharmafirma, der Ploy, der Experte Shanks und ja, ein anderer Gast, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja, Teki ist das. Besten Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback auf Twitter. Und über Ballon. Über Ballon, genau.